diesmal begeben wir uns, nachdem wir in jedes Haus mal reingeguckt haben, nach Grismania City. Da kommen wir auf Befehl von Giovanni extra nach Lavandia und dann ist von diesem alten Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, an dem wir noch nicht gesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Genau, aber auch nur, weil uns dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat. Den alten konnten wir zwar nicht finden, aber so wie es aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen zum Boss zurück. Schnappen wir uns einfach dieses Tragosso und liefern es im Versteck ab. Glänzende Idee, James. Also auf ins Rocket Gamer Paradies in Prismania City. Aber natürlich, mein Kleiner, deine Mama ist auch in Prismania City. Onkel James und Tante Jessie bringen dich hin, also komm drauf mit, in Ordnung. Oh nein! Diese Schweine! Abgemacht, da nichts wie los. Oh, diese Schweine! Oh nein, das ist ja schrecklich. Hast du es gerade auch gesehen? Team Rocket hat einfach so das arme kleine Tragosso mitgeschleift. Offenbar wollen sie nach Prismania City. Wer weiß, was sie mit ihm vorhaben. Am Ende verkaufen sie noch seine Schädelmaske. Pokémon Clubhouse. Hallo? Seltsam, Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Das hier ist Mr. Fujis Haus. Es ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Wow, mach ich auch. Immer. Da ist der Markt. Gib dir immer schön Mühe mit den Spitznamen, wenn du dir einen neuen... Was? Gib dir immer schön Mühe, wenn du dir einen neuen Spitznamen für deine Pokémon ausdenkst. Oder würdest du gerne ein Leben lang mit einem peinlichen Namen rumlaufen? Ah, stimmt, hier war ja früher der Namenbewerter, ja, und irgendwo war auch, glaube ich, der Attackenverlerner oder, ja doch, der Attacken der VM-Verlerner. Weißt du, was diese Fiesinge von Team Rocket getan haben? Sie haben Knogger entführt, die Mutter von dem kleinen Tragosso, um das wir uns jetzt kümmern. Ich glaube, keiner hat sie je wieder gesehen, das dürfen sie doch nicht einfach machen. Oh nein. Oh nein. Okay, auf nach Prismania City. Komm her, Schönheit. Quizfrage, welches Pokémon ist zugleich süß, rund und kuschelig? Relaxo? Schönheit Vivian. Schönheit Daniela. Okay. Hätte ja klappen können. Jetzt Pipi. Ich hätte jetzt eher auf Pummeluft getippt, aber okay, das ist Pipi. Schillock, du schaffst das. Lass dich nicht klein kriegen. Lupfstrahl zweimal und das Pipi ist weg. Metronom, oh nein, ich hasse Metronom. Du, mach das nicht! Sprungkick? Niedlich, Pipi. Ich glaube, du musst sterben. Hup, tot. Pipi wurde getötet. Ich logge 252 Erfahrungspunkte. Hör auf, sei nicht so grob zu meinem Pipi. Wie das klingt, sei nicht so grob zu meinem Pipi. Okay, alles klar. Bin ich nicht mehr. Komm her, kämpfe mir, Spieler. Komm, hallo. Mich hat es schon an die merkwürdigsten Orte verschlagen. Spieler Maurice. Rollenspieler Baldur. Ja, okay. War knapp. Golking. Oh. Golking, Golking. Los, Shillock. Zeig, was du kannst. Ganz richtig. Ja, doch. Wir wechseln auf dieser Floor. Okay, Shillock. Du hast dein Bestes gegeben. Komm zurück. Auf geht's, dieser Floor. Zack, zack, zack. Hornbohrer. Wie kann man denn Bisaflor verfehlen? Ich meine, das Ding sollte eigentlich riesig sein, aber... Das kann man nicht verfehlen, Alter. Wait, what? Was ist gerade passiert? Ein Hornbohrer direkt K.O. vernichtet. Stimmt, das konnte der Hornbohrer aber trotzdem. Ne, ne, Beutel. Das lasse ich nicht so stehen.
So, Bisafor lebt wieder. So, mein Freund, jetzt wirst du gewurzelt. Jetzt gibt's gekochten Fisch. Einfach so mein Bisafor zu vernichten. Ein Hornbohrer, also bitte. Level 34, noch zwei Level. Tja. Tut mir leid, Baldur. Ich wünsche dir bessere Nachrichten für dich. Tja. Wir gucken gleich, was es da unten gibt zu fangen. Du scheinst dich mit Pokémon auszukennen, aber wie steht es mit Naturwissenschaften? Wissenschaftler Florian. Tüftler Dario. Okay. Smoggon. Warum denn ein einfaches Smoggon? Warum denn nicht echt Smogmog? Ich meine, andere laufen wollte wie Golking. Ich wollte schon Golking sagen. Wow. Ja, das war ja nichts. Mach's fertig. Oh, zack! Türverleih ohne Musik, was für ein Reinfall. Du hast drei Pokebälle. Die habe ich mir richtig verdient. Du findest eine Kapsel X-Tempo. So, jetzt kommt gleich der Tunnel, glaube ich schon, ne, durch den man gehen muss, weil oben die Radfahrer den Weg versperren. So wie früher. Ich verrate dir was, um einen Kampf zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Ah nein, nicht die Radfahrer, sondern man kann durch diese Unterführung gehen. Oh. Oh, oder man konnte durch Safronia City gehen, genau, aber. Das ergibt ja wenig Sinn. Wenn wir jetzt zu Safronia City gehen würden, weil wir können es ja nicht, weil die ganzen Wege ja versperrt sind. Bis wir den guten Freunden einen Tee liefern. Den wir uns wahrscheinlich in Prismania City kaufen können. Oh, Bisafor. Mach's wenigstens. Warum darf er sich schon wieder anfangen, ey? Dingsbums. Döns hat's denn. Oh. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Initiative, genau. Wie viel Initiative hat das denn? Jo, ist mal gut. Jo, ganze 5 Treffer. Ich fasse es nicht, ja. Und ich bin paralysiert. Und jetzt kommt noch mal eine Nadelrakete. Einfach nur, um mich abzufacken. Da es so lange dauert. Oh, Agilität. Meinst du echt, ich treffe mich mit dem Rasierblatt? Deine Muskeln spürt. Blitzer wurde besiegt. Tja, warum begreifst du das nicht, dass ich besser bin? Ich glaube, es ist manchmal voll komisch, wenn ich das so sage. Jetzt wäre ich voll eingebildet. Komm jetzt wenigstens zuvor. Nee, kein Radfratz. Außerdem muss ich das Ding in die andere Hand nehmen, sonst klappt das alles nicht. Ich habe echt einen Hyper. Okay. Okay, krass. Ich habe echt einen Hyperball geworfen. Nach dem Radfratz. Schreib mich nicht an, Pokéball. Glück hat ein Texto eingeholt, merke ich gerade. Ein Texto ist froh. Betrachte den Mund von Pikachu. Was ist denn ein perverses Sau? Hummelhof, komm her! Du gibst Energiebonbons, du gutes Stück, du. Sehr wichtig, zum KP erhöhen. Klasse, Pummel wurde gefangen.
Glutex ist Level 35. Noch ein Level, Glutex. Noch ein Level, dann bist du Glutex. Dann liebe ich dich. Also ich liebe mein Glutex auch so. Nein, freundschaftlich natürlich. Oh, das war zu früh. Und? Wunderbar. Lugano wurde gefangen. So, sollen wir gegen die Usch da unten kämpfen? Natürlich kämpfen wir gegen die. Hey Usch! Hier gibt es jede Menge Pokémon zu fangen. Stör mich gefälligst nicht. Wow. Ist okay. Astrainer Kevin, Forscher aus. Setzt Kadabra ein. Abracadabra, Simsala. Bim. Ja, ein Abra fällt uns sogar auch noch, fällt mir gerade ein. Oh, ernsthaft. Ich bin so abgefuckt manchmal davon. Falsche die Hakengeschütze auf. Kennst nix. Was Pikachu? Oh, nicht den gewünschten Effekt, nein. Was sagst du hierzu? Zu einem schönen Rizeltürm. Hat ihm wohl nicht so geschmeckt. Ja, jetzt kann er mal Tauboga wieder kämpfen. Tauboga hat schon lange nichts mehr gemacht. PK! Ich weiß, dass sich das entwickelt, je nachdem. Wie viele Erfahrungspunkte noch? Nee. Leider nicht. Auch kein. Nee, warum kann der das? Bratze, ey. Boah, ich war ja nicht mal knapp mit dem Entwickeln. Jetzt fällt mir auf, dass ich diejenige war, die dich gestört hat. Genau so sieht's aus. Und nicht anders, du hast mich gestört, Frau. Nee, radikal will ich keins. Ja. Eben noch gesagt, dass es fehlt und jetzt kommt's. Und jetzt müssen wir es auch kriegen, hoffentlich. Boah. Abgefangen. Bleib bitte drin, bitte. Bitte, bitte. Nein! Aber es haut nicht mit Teleport direkt ab, wie früher. Und tschüss. Warum habe ich den Hafen so weit aufgerissen? Komm, Radikal und Radplatz, verzieht euch bitte. Wow. Was gibt's hier? Kommt nur Gott, nee. Oh! Dieser Kampf wird zeigen, ob mir das Glück hold ist oder nicht. Hier hieß immer Spieler Michael. Rollenspieler, genau. Balthasar. War das nicht so ein Erzengel bei Supernatural, der gute Balthasar? Hallo, Gihorn. Ich habe dann den perfekten Spielgefährten für dich. Lupstrahl. Oh.
und tschüss, Leon. Mit diesem Pokémon einfach so die ganze Zeit so. Man kann ihn so pendeln lassen. So cool. Sau cool das Teil, echt. Ich will nur ans Herz legen. Genau, da ist nämlich der Weg nach Saffronia City. Den Muschbusch, das kann man auch noch jeden bestimmt. Tollburg, toll. Alkotext. Ein Riesenpilz. Jetzt haben wir schon einen Minipilz und einen Riesenpilz. Also einen Chinesen und einen Afrikaner. Mauts, die sind so süß. Mauts. Jetzt hat die hat nicht drei Mauzi, oder? Seriously? Na, ein schafft Schlöck auf jeden Fall. Da bin ich ganz zuversichtlich. Sag ich doch. Man schafft auch alle mit Luftstrahlen. Nö. Wir wechseln nicht. Wir bleiben Schlöck treu. Oder war es ein Volltreffer? Ich hab's gar nicht gelesen. Nö. Ganz normal. Der technische Wahnsinn. 37 Pikachu. Ich glaube, Schlöck ist bisher mein Schwächstes, oder? Warum darf der anfangen? Nein! Oh Gott! Tschüss, Mauzi. Der Schlöck erreicht. Komm schon. Mautsch. Was sagt die gute Frau? So sehr es mich nervt, ich sollte mir angewöhnen, alle Kämpfe zu machen. Plus Leveln. Ja, die sollte man machen. Erstens bringen die Kämpfe Erfahrungspunkte. Zweitens Pokédex-Einträge. Drittens jede Menge Geld. Oh Scheiße, Sherlock, es tut mir leid. Schauen wir mal, wer stärker ist. Man angeschlagen, 37er Pikachu oder ihr Pikachu? Geld hab ich genug. Was bist du denn für eine? Geld hab ich genug. Man kann nie genug Geld haben im Pokémon. Hast du ja mit Lockpuffin gekauft? Wahrscheinlich nicht, ja? Mal gucken, ob du was ausrichtet, der gute alte Blitzenturbo. Das ist nicht sehr effektiv. War direkt tot. Wei, oh wei, ey. Gehöre Leila, wie grausam, dabei sind meine Pokémon doch alle so niedlich. Alle. Du hattest eins, das war ein Pikachu. Und du sagst alle. Gutes Mädchen, lerne aber die Bedeutung von alle. Hallo, Tüftler. Lernen macht Spaß, Pokémon zu trainieren aber auch. Tüftler Leopold. Tüftler Otto. Ich will doch einmal den Namen nur richtig erraten. Och nee. Schande. Schilder, du musst schon wieder weichen. Es tut mir so leid. Für Glutex so. Komm, junger Mann. Rein in den Ball, raus aus dem Ball. Kommst du rein, kannst du rausgucken. Das wäre Schilder aufs Ende gewesen. Zack. Ah, du brauchst noch ein paar EP, hä? Tagosso reicht 25, sehr schön für Tagosso. Alles klar, sieht so aus, als sollte ich besser noch ein bisschen die Schulbank drücken. Oh ja, das solltest du. Tschüss, Tüftler. Ich werde jetzt zwischen die Schule der Führung gehen. Hallo, guter Mann. In der Nähe von Prismaya City wurde ein riesiges schlafendes Pokémon. Und angeblich ist es nicht der einzige Tagträumer seiner Art in der Kanto-Region. In der Tat, und zwar gibt es einen von Prismania City, wenn man links raus möchte, und es gibt einen, wenn man Lavandia runter geht, glaube ich.
Oh, was haben wir hier? Eine Kapsel X, die kannst du alle verkaufen, diese X-Treffer und Kram und so ein Gedöns. Du benutzt das nie. Was bist du, Schönheit? Das Einkaufszentrum von Prismania City ist so praktisch, weil es viele Waren im Angebot hat. Gehst du oft dorthin? Ich bin gerade das erste Mal in Prismania City. Aber ich würde mein ganzes Geld auf den Kopf kloppen. Davon kannst du ausgehen. So wie ich diese Ass-Trainerin besiegen werde. Hey, du da, lass mal hören, wie viele Arena-Orden du schon gesammelt hast. Ja, 4. Dafür musst du nämlich kämpfen. 3. 3 Stück hab ich. Oh nein. Es tut mir so leid, Chillock. Schauen wir mal, wer stärker ist. Mach ruhig Lichtschild. Gute alte Pritzelkugel. Ich mag die echt, finde die cool. Sie sieht zum einen cool aus und dann ist sie auch stark. Pritzeltuch. Und tschüss, Reitschen. Besonders stark war es ja jetzt nicht. Schlogger Level 35, noch ein Level bis zum Turtok. Diktri, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, natürlich. Jetzt kommt Schlogger wieder zum Einsatz. Warte mal, Diktri. Jetzt kommt Schaukler, wenn das Schaukler macht. Oh nein. Strahl, bitte. Nein! Tut mir leid, Sherlock. Das ist meine Schuld. Keine andere Wahl. Und das nächste Punkt, was drauf geht, oder was? Ach du Schande. Die ganze EP für Schillock weg. Das ist schon ordentlich gewesen, oder? Oh ja. Dieser Fall reicht auf 35. Tauboga reicht auf 36. Das heißt, wir haben gleich Taubos. Jurob, ja, da gehen wir auf Texo. Problem aber Schillock wieder. Nee, das ist falsch. Das ist nicht Schillock wiederbeleben. Das ist auch nicht Schillock wiederbeleben. Das ist Schillock wiederbeleben. Jurob ist vom Typ Eis. Definitiv. Nicht nur Wasser. Okay. Dann wohl doch. Aber ich dachte echt, Jurob wäre auch Eis. Ich mache immer den Prinzip, was die ganze Attacke nicht gibt, wie gesagt. Bam, weg. Dann kommt Taubos, entwickelt dich. Hoppla, du bist viel stärker als erwartet. Hätte ich auch sagen können, gute Frau.
Aber ich wollte die Überraschung nicht klauen. Glückwunsch an Taubogel, wo du zu einem Taubus. Hat einen Pokédex. Auf der Jagd nach Beute fliegt es mit seiner Geschwindigkeit von bis zu Mach 2. Seine mächtigen Klauen gelten als gefürchtete Waffen. Mir würde es auch reichen, wenn ich Mach 2 erreichen könnte. Du kriegst ab mit dem Duft des Grases. Du hast irgendwas. Ich geh kaputt. Was war das da oben rechts? Da oben rechts war irgendwas komisches. Irgendwas war da. Auf jeden Fall nehme ich jetzt eine Hyperbälle mit. Ich brauche noch gleich 100 Hyperbälle. Kano wurde gefangen. Danke, Kano. Oder war es einfach nur ein Stück Zaun? War einfach nur ein Stück Zaun. Wo finde ich eigentlich persönlich Vulpix? Das wäre jetzt schon ziemlich unfair, wenn Vulpix nur in Evoli gäbe, weil es gibt ja auch die Alola-Form. Wow. Danke dafür, Spiel. Weil früher gab es die Vulpix nämlich hier. Deswegen habe ich jetzt hier geguckt. Obwohl Schillock bleibt. Schillock bleibt. Eine kleine Straße zu zwei Städten. Ach, Route 7 hat ihren ganz eigenen Charme. Oh, hallo, bist du bereit? Och, oh. Bla bla bla. Ja, ich will kämpfen. Na dann, wie wär's mit etwas Musik? Dieses Stück nenne ich Pokémon-Kampf. Nein, wie einfallsreich. Ich würde es Untergang nennen. Trainer Coach David fordert dich heraus. Oder David, wie man möchte. Setzt Porenta an. Wo ist mein Schnittlauch-Pokémon? Zwei Blubstrahle und es ist weg. Jo, kommt hin. Warum kann das Rasierblatt? Wollt ihr mich verarschen, ey? Genauso wie ich gehört habe, dass die Glurak hat mit Solarstrahl. Das ist eine Pflanzen-Pokémon-Attacke. Wieso sollte Glurak Solarstrahl können? Manchmal frage ich mich echt. Tschüss, Porenta. Ein bisschen angefressen jetzt. Ja, ihr möchtet das Pokémon wechseln. Wie soll es anders sein? Kümmert sich Pikachu drum. Weil Pikachu ist der Boss in diesem Team. Komm, Knuddelup, komm. Fordere mich raus. Du kriegst sie jetzt. Wow. Hm. Und dann Pikachu fällt auf so einen Trick rein oder was? Auf Gesang? Auf Gesang? Verdammtes Knuddelup. Vitani, wie weit bist du jetzt eigentlich gekommen? Bist du auf dem Radweg schon? Was für eine wundervolle Melodie. Du gewinnst 3000 Poké-Dollar. Danke für diesen tollen Kampf. Da kommst du das hier von mir. Du erhältst TM12 Fassade. Du verschaffst nicht meine Item in der TM-Box. Mit TM12 können Pokémon Fassade erlernen. Setz ein Pokémon Fassade ein, während es von einem Status-Volumen getroffen ist, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Okay. Ja, mach bitte meine Pokémon wieder fit, ganz schnell. Ne? Gott, ich ärmste. Oder die Ärmsten. Vielen Dank für deine Gulden, Pokémon sind top fit. Kommt jederzeit wieder vorbei. Oder bäre uns bald wieder. Ja. Die Pokéflöte erzeugt einen besonderen Ton, den Menschen nicht hören können. Deshalb kann man
mit ihr auch schlafende Pokémon aufwecken. Der Ton schreckt sie auf. Die Madame Prismania grüßt dich, junger Herr. Ich bin diejenige, welche dir einen Blick in die zukünftige Begegnung gewähren kann. Welches Wesen werden diejenigen besitzen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Für exakt 10.000 Pokédollar kann ich in deine Zukunft sehen und diese verraten. Hast du Interesse? Wir sehen uns wieder, wenn das Schicksal schon neu zu mir führt. Wenn ich ein Pokémon hätte, würde ich mich sofort zum Pokémon-Weg aufmachen. Zum Pokémon-Weg? Siehst du die Frau dort hinten in der Ecke, die mit dem Abra im Schlepptau? Viele Leute munkeln, dass sie ein unglaublich talentierte Wahrsagerin sein soll. Oh, du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz klassisches Abenteuer hinter dir. Das inspiriert mich. Ja, ich sehe sie vor mir. Die bombastisch neue Attacke, die ich ein paar 1 beibringen kann. Soll ich ein Pikachu einer meiner fantastischen Attacken beibringen, ja? Schwebesturz. Pikachu schwebt nach oben und stürzt dann unvermittelt auf das Ziel herab. Das Ziel erschreckt eventuell zurück. Ja, geil. Auf geht's, Junge. 1, 2 und schwupp. Pikachu hat doppelt vergessen und erlernt Schwebesturz. Ich bin aus Alola hergekommen, um so viele der hier in Kanto heimischen Sandan zu sammeln wie möglich. Du hast nicht zufällig eins, falls ja, würdest du gegen meinen Sandan tauschen, klar. Aha, da gibt's bei uns Pikachu Sandan und bei Evoli gibt's dann Vulpix. Oh, tschüss Sandan. Hallo Alola, Sander. Eisbar hat dir Sander geschickt. Kümmere dich gut um Sander. Ja, das weiß ich, dass ich dem Typ Eisbar gehört. Ist nichts Neues für mich. Och du Texo! Dulles. Noch ein Nugget. Wieder 10.000 mehr für den Dollarbeutel. Hier kommen nun dieses Gebäude rein, wie es verkackt wird. Und hier finden wir noch ein Sonderbonbon. Sehr schön. Die heben wir zum Beispiel für Tratini, ob der Tratini schnell hochkommt. Hier oben auf dem Tisch lag früher mein Evoli, das weiß ich noch. Ich erinnere mich, das ist gestern gewesen. Du findest TM44 Knutlor. Er ist hier zwar draußen auf dem Schild, aber es gibt nichts, was ich nicht weiß. Ich weiß zum Beispiel, dass in jeder Switch-Konsole eine eigene kleine Welt existiert. Also los, verbinde dich mit deinen Freunden und tausche mit dem Pokémon, was das Zeug hält. Danke für die Tipp. Gorde Honky Tonk! Schön, dass du da bist. Alles fit? Der gute alte Honky Tonk. Lade dich andauernd vor mir rum oder willst du dich mit Team Rocket anlegen? Werde ich gleich tun. Und zwar genau da links in der Halle. Bevor ich den Orden noch mache. Ja komm, schneid durch und bau auf die Katze. Was starrst du mich so an? Hau ab oder setz was. Oh Mann, immer krieg ich Prügel angedroht. Immer. Gar wo ich hingehe. Was? Pokémon? Dieses Gast ist nur für Menschen. Leider habe ich auch noch kein Zimmer frei. Ich mache hier mit meinem kleinen Bruder und meinem Freund Urlaub.
Prismal City ist so eine schöne Stadt. Warum nur? Wir wollten doch eigentlich zu zweit reisen. Nur meine Freundin und ich. Yay, wir sind im Urlaub. Meine Schwester ist die allerbeste. Ja, ja, kleine Geschwister. Ich hab sowas leider nicht. Wobei ich finde, wie im wahren Leben. Ja genau, wie im wahren Leben. Ich hab nur Prügel angedroht, egal was ich mache. Dieses Spiel, bei dem man mit Pokémon durch die Luft sausen kann, ist der absolute Kassenschlager. Die Scheinchen fliegen nur so zum Fenster und ich könnte vor Freude in die Luft gehen. Wenn man ein Pokémon als Preis anbieten würde, könnte man bestimmt mehr Leute in das Gamer-Paradies locken. Hm. Was? Hey, hast du mich belauscht? Vergiss das Ganze, was ich gesagt habe. Finger weg von dem Poster im Gamer-Paradies. Dahinter ist kein verrückter Schalter oder so. Ah, Classic, Classic. Da sagt er wie im wahren Leben, weißt du? Weiß gar nicht, wie schlimm das für mich ist. So, meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb muss ich im Einkaufszentrum immer Medizin für sie kaufen. Ja, scheiße. Flüster, wusstest du, dass es unter dem Gamer-Paradies noch weitere Räume gibt? Hab ich gehört. Look, ich habe zu viel im Gamer-Paradies gespielt und jetzt zittern meine Hände. Aber ich kann die Finger nicht davon lassen, ich spiele einfach zu viel Spaß. Mampf, Mampf, ich bin scharf auf scharfe Curry. Wow, Moppelchen, ess dich dick. Allein essen macht dick. Ich weiß, wovon ich rede. So, was haben wir hier noch? Den haben wir schon angeschwätzt. Was mit euch? Schon gut, schon gut. Na komm, gehen wir etwas essen. Oma, ich hab Kohldampf. Oma. Die Gegend um das Gamer-Paradies ist zwar ein bisschen unheimlich, im Großen und Ganzen sind wir aber sehr stolz auf unsere schöne Stadt. Wie bei uns, hat wunderschöne Eidelborn. Ich sage es euch immer wieder. Mist, ich habe im Gamer-Paradies schon wieder verloren. Die Highscores kann man wohl nur knacken, wenn man es richtig ins Zeug legt. Ich mach das gleich, Leute. Ich mach das gleich. Ich regel das. Sobald ich weiß, wo der weitergeht. Das ist hiesige Einkaufszentrum und hier ist noch Rocco. Oh, hallo, was für ein Zufall. Was ich hier mache, fragst du? Ich bin gerade auf dem Rückweg von der Arena von Prismania City. Ja, genau. Als Arena-Leiter lege ich nämlich großen Wert darauf, mich mit meinen Kollegen auszutauschen, weißt du? So bin ich eben, ein Profi durch und durch. Leider sehen das meine Kollegen nicht alle so, deshalb bin ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Diese Memoria-Cracker waren als Mitbringsel gedacht. Hier, du kannst sie haben. Du erhältst Memoria-Cracker von Rocco. Du verstaust das Item in der Medizintasche. Wenn ich Memoria-Cracker knabbere, kriege ich immer einen ganz trockenen Hals. Trink daher am besten ein schönes Tässchen Tee dazu. Du erhältst eine Tasse Tee von Rocco. Danke, Rocco, danke! Oh, verflixt, ich wollte eine Tasse für den Wachmann aufheben. Er sah so durstig aus. Naja, das lässt sich nicht ändern. Jedenfalls scheint sie auf deiner Reise schon ein paar Arenen abgeklappert zu haben. Das lobe ich mir. Immer weiter so. Danke, danke, Rocco. Finde ich gut. Die Anspielung mit dem Wachmann war übrigens sehr schlecht. Corpo ist mein bester Freund. Es hat sich aus einem Kapuze entwickelt, als ich einen Wasserstein auf es angewendet habe. Mau. Oh. Jetzt wird ihr schon mal nur gelabert. Von seinen geliebten Pokémon umgeben sein und in aller Ruhe ein Tässchen Tee zu trinken, das sind die Momente im Leben, die wirklich zählen. Und was auch sonst. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Hey, das Ehepaar? Nee, Vater und Sohn. Eine Firma, in der man nicht jeden Tag im Anzug antanzen muss. Das macht mich ganz schön neidisch. Ich halte gerade ein Meeting mit einem vielversprechenden Kunden ab. Willst du mitmachen? Ja, genau. Meeting. Dieses Spiel macht mich so fertig, ey. Diese perversen Anspielungen. Dim, 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 dim. Ich bin der Grafiker. Ich weiß, der das Design für dich entworfen hat. Spoiler. Schön, dich zu sehen, Pokémon-Trainer. Du weißt ja wahrscheinlich noch nicht, was ich damit meine, aber bitte schau noch mal bei mir vorbei, wenn du einen Titel ergattert hast. Ich bin der Programmierer. Okay. Ich bin der Projektleiter. Die scheint dieses Spiel eine Menge Spaß zu machen. Das freut mich. Viel Erfolg mit deinem Pokédex. Sag Bescheid, wenn du ihn vervollständigt hast. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß, aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen Sabrina. Oh Gott, immer diese. Oh, die Frauen sind so schön. Oh.
Misty, Sabrina. Du hast 3 Energiebonbons gefunden. Die werden sofort nicht angewendet. Machen wir später. Erstmal raus hier. Das hiesige Einkaufszentrum, dann geht's in die Spielhalle. Spielo, Junge, Spielo! War ich auch schon lange nicht mehr. Ich war schon lange nicht mehr in der Spielo. Bisschen Kohle verdienen. Macht man auch nicht, Leute, macht man nicht. Dann kann man in die Spielo gehen aus Spaß, so sagen, oh, Cäsar geht. Und da ist auch schon alles gut. So. Ich habe eigentlich keine Einkäufe zu erledigen, aber ich treffe hier immer meine Freunde. Arme alte Frau. Aber das Fit-Oberschuss ist so weit oben. Wollen wir nicht einfach wieder gehen? Das könnte ich sagen. Du kaufst mir ein paar Accessoires für meine Pokémon, bitte. Alles klar. Hier kann man noch nachlesen. Erstes OG Trainerabteilung. Trainerbedarf bis zum Abwinken. Hast du schon mal die Stahlattacke Eisentreff eingesetzt? Bei Pokémon von Typ Fähiggestein oder Eis sollen sie ganz besonders einschlagen. Also merkt euch, Fähiggestein und Eis ist anfällig für Stahl. Gute. Hier kannst du die Ems kaufen. Ich will was kaufen. Drachenrute, Kehrtwende, Eisenschweif, Kaskade, Triplette, Protzer, Spukball, Lieberstrahl. Gar nichts davon will ich. Nö. Ich komme nie wieder. Womit kann ich mir hilflich sein? Superball, Hyperball. Wo ist denn der Super, wo ist denn der Hyperball? Der bekommt wahrscheinlich erst nach der Arena. Dann scheiß drauf, dann gehen wir zu den Dingsbumsgedöns. Wow, hier gibt es jede Menge starke und nützliche TMs. Ich will nie wieder weg. Etwas Glück verpasst die Attacke Triplette dem Ziel ein Statusproblem. Das Gefühl, weil es gerade ist einfach unbeschreiblich. Und die alle labern, gell? Die labern alle ein. Mist, das gibt's gar nicht. Also teilweise, manche sind auch ganz cool. Die meisten labern nur Mist. Ob jetzt in die Spielo. Ey, wir haben noch gar nicht geredet. Mein Smogon ist der beste Partner, den man sich vorstellen kann. Wenn es wütend wird, spuckt es giftiges Gas aus. Aber ansonsten ist es total lieb. Ja, okay. Wie komme ich nochmal zu der Rede? Da muss man doch irgendwo an der Seite einen Seitenschnitt ein. Hier unten her. Schau an. Ihr Lümmel. Ihr Lümmel. Immer diese geheimen Wege. Hier konnte man Porygon früher gewinnen, das weiß ich noch. Da sind die Breiten. Oh, ich wollte nicht mit Glutexo reden. Es schaut technisch in alle Richtungen. Ich liebe dieses Spiel. Weil man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt. Aber im echten Leben einfach abheben zu können, wäre noch viel cooler. Puh, ich mache eine kurze Pause. Beim Videospiel sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Ja, sollte man. Auf jeden Fall. Oh, ich habe meinen eigenen Highscore geknackt. So kann das gerne jeden Tag laufen. Videospiele sind das perfekte Training für die Reflexe. Hier sieht man ein süßes kleines Janu, schaut Leute gerne beim Spielen zu. Hier im Gamerparadies sieht man ab und zu etwas zwielichtige Gestalten. Ich frage mich, wie die sind, wer die sind und was sie wollen. Jesse, komm schon, lass los, nur noch ein bisschen. Fast hätte ich es geschafft. Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir den Bossfreund ein astrales Ragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Hast du dich besser dazu, als hier deine Zeit zu verplempern? Bevor du hier nur rumstehst, sollst du lieber die Arena von Prismania City besuchen. Die Arenaleiterin Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhaltend erscheinen, in Wahrheit hat sie es aber ganz schön in sich. Sie pflegt eine besondere Verbindung zu ihren Pflanzen-Pokémon, was sie zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Da läuft ein Pokémon-Kampf im Kampf. Ich kämpfe einfach ein maskiertes. Hä, kann ich nicht spielen? Und sind die Spielmünzen ausgegangen? Übrigens könntest du bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen. Das gehört sich einfach nicht. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird es bereuen. Warum kann man denn jetzt hier spielen, Mann? Man konnte. Rocket drüben wollte ich heraus. Mit was? Komm los, Shilok! Mein Plattdorf! Guter Blubstrahl und alles sitzt auf mich super zahn, bitte! Der ist so assi, ey!
Riskier es, ich dürfte mit einem KP rauskommen. Hyperzahn! Ist schwächer. Radikal wurde besiegt. Der Grübel, oh Mann, das gibt Ärger. Und es kommt noch viel härter. Wenn das so weitergeht, fliegt er doch noch auf, wo wir von Timok unser Versteck haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden. Oh, hinter dem Boss ist ein Schalter. Beschließe ihn zu betätigen. Du hörst von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Wow. So schwer. Ah ja, es ist der Triss. Psst, nicht so laut. Ist dir auch niemand gefolgt? Gut, ich bin nämlich eine schöne Spionin auf einer Covermission, musst du wissen. Was macht denn ein Kind wie du an so einem gefährlichen Ort? Hehe, du hast Mumm, das gefällt mir. Weißt du was? Als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Du erhältst ein Rocket-Set von der schönen Spionin. Du verschaust das Rocket-Set in deinem Klamottenkoffer. Wenn du das trägst, siehst du gleich wie ein mit echten von Team Rocket aus. Mit deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Echt? Ach, Kacke. Schockmat. Drei Stärkebonbons. So läuft das hier. Da brauche ich einen Liftöffner, glaube ich, oder sowas ähnliches. Oh, es kämpfen wir. Was? Wer bist du und wie bist du hier reingekommen? Ach ja, die guten Rockets. Smoggon. Los, Schlock. Schau, was ich hier bekomme, der Sklurak. Ungefähr nach dem Kampf hier. Nein. Seit wann zieht Claire's Mob Leben ab? Das ist neu. Radfratz, möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, nicht in Radfratz. Wie nötig ist das denn? Wobei es mich jetzt besiegen müsste, das wäre schon lustig. War abzusehen, liebe Leute, war abzusehen. So, Radfratz, müsste. Ich bin total alles platt gemacht. Hab. Und Luftschlag. Gewonnen. Okay, das war wohl doch nichts mit nach dem Kampf mit Glurak. Bisschen zu früh gefreut, aber hier ist auch noch ein Kampf. Du hast Mumm, sich einfach so bei Team Rocket einzuschleichen. Ich bin schon ein mutiges Kerlchen, du. Boah, nicht Golbert. Chillock, es tut mir leid, aber du musst einfach dranbleiben. Es geht nicht anders. Du wirst jetzt drauf gehen, aber es ist halt so. Voll mies über Chillock. Du bist einfach sterben zu lassen. Jetzt ist rum. Jetzt verletzt es sich selbst und dann war es das. Wow! Das hat sogar geschafft! Nice! Hätte ich nicht mit gerechnet. Wie
Wie? Glutex ist auch noch nicht Level 36. Was soll das denn? Du erhältst 5 Hyperbälle. Sehr schön. Gab es nicht irgendwas mit Laufbändern und Teleportern mal oder so? Ah, da, schau an. Da sind sie. Ich habe gehört, mit einem Slipscope kann man alles durchschauen, sogar Gespenster. Dumm, dumm, di, dudi, dumm, 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 dumm. Rocketrübel setzt Hypno ein. Schillock, jetzt sitzt jetzt zusammen rum, Schillock. Ups, tut mir leid. Und wenn ich jetzt wiederbelebe, dann hat er mehr EP als vorher. Also Leben. AP. Und die paar EP, die man hier bekommt, auf die kann ich auch verzichten. Zack, weg ist er. Ja, das ist ganz schön hartnäckig. Was ich gut finde. Armes Schillock. Schillock ist eingeschlafen. Schillock schläft. Die beste Hypno macht es fertig. Bye bye. Ich will den Text nicht riskieren. Ich will aber eigentlich. Ach komm, Pikachu. Auf was du Level 38 spürst. Bam! Das hat gesessen. Ich geb mich. Was ist denn mit meinem Glutexo los? Warum kriegt das denn nicht die EP, die es braucht? Ich geh kaputt. Da ist Schillock wieder in voller Pracht. Mal den Pokémon. Noch ein Nugget. 15.000 haben wir schon in der Tasche, Leute. 15.000. Nicht mehr, nicht weniger. 15.000. Auf den Aufwecker. Dann müssen wir hierher. TM50 Erholung. Oh, das war dumm. Sorry. Oh, mit diesem Pokéball zu laufen ist so schwer. Ich will das Item dahin haben. Du willst ein Fläschchen AP Plus. Sehr schön. Das können wir nachher benutzen. Sagt hier, gell? Dann hierher. Dann hier. Komm ich jetzt raus? Ah, stimmt hier. Hallo? Was willst du denn hier? Rüpel von Team Rocket fordert sich heraus. Mit einem Voltoff. Ball.
Ja, Shilok, das ist dein Gegner. Pisa-Flotte aus, komm, raus. Ich will ja nicht, dass Shilok schon wieder stirbt. Jetzt bin ich dran, Voltoball. Huch. Das hab ich nicht kommen sehen. Kommt Glurak. Ja, endlich haben wir Glurak. Endlich. Nicht gut. Du gewinnst einfach 12 Pokédollar. Endlich. Mein Lieblings-Pokémon ist am Start. Ja, Rudel. Glückwunsch, dann kriegst du Rudel zu einem Glurak. Tada. Wenn es einen Strahl glühenden Feuer speit, lodert die rote Flamme an seiner Schwanzspitze noch intensiver. Das ist bei mir. Guck mal, so ein Flügelschlag zu werden. Soll der Wettbewerb Flügelschlag ersetzt werden? Ja. Wir scheißen auf Kratzflügel. 1, 2 und schwupp. Glurak hat Kratzflügel vergessen und Flügelschlag erlernt. Anstatt der Flammenwurf lernt. Du findest einen Hypertrank. Du findest 5 Superbälle. Mehr gab es hier nicht, außer die 2 Kämpfe. Eindringling gesichtet. Jetzt nur noch Tour Talk. Da haben wir schon alles entwickelt, ey. Traurig. Setzt Retter ein. Hallo Retter. Komm raus, Shilok. Kampf für Blubstrahl. Nein, tu das nicht. Ich wollte sagen, ich glaube, das ist Paralyse. Das ist nicht, wie man denkt, vergiftet, dass man vergiftet, sondern es ist einfach nur Paralyse. Und mit Paralyse kann ich umgehen. Vor allem, wenn es so gut funktioniert. So, was kommt jetzt? Oh, Dragossa ist Level 26. Knochenparagen. Ja, natürlich darfst du Knochenparagen erlernen, Dragossa. Also keine Frage. Ich habe ja noch ein zweites. Ne, gar nicht. Alles gut. Ne, wir wechseln lieber. Ich will mal einen guten Klurak sehen, was er so kann. Wie groß der ist. Wie groß ist dein Glurak? Komm, dann komm mit Abakan, Kunde. Joa, so ist okay. Och nee. Komm mal raus, bitte Burg. Nein! Oh gut. Wunderbar! Die Rüpel wurde besiegt. Oh man, keine Chance. Ich will nicht sagen, hätte ich sagen können, aber hätte ich sagen können. Das war alles hier merkwürdig. Früher war es Bestandteil des ohne den richtigen Schlüssel scheint es hier gar nichts zu tun. Alles klar. Wir kamen von oben und müssen noch weiter runter. Halt, stopp, jetzt rede ich. Sieh an, unser kleiner Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier reinschneiden willst. Ja, und jetzt?
roll ich wieder ein. Smog mal Clown. Och nee. Auf geht's, Sherlock. Wenn es wenigstens die Hälfte hat, bin ich glücklich. Alles klar, ich bin glücklich. Und ein Blubstra. Nee. Stundenlanges Fight hier. Man wurde besiegt. Sherlock erhält uns davon. Sherlock wird zu Twitter. Rübel wurde besiegt. Ich habe verloren. Das kann doch nicht sein. Sein oder nicht sein. Sherlock entwickelt sich. Oh, das ist so schön. Als würde man gerade ein Kind gebären. Also ich wüsste, wie das ist, da ich keine Frau bin, aber... Ungefähr so stelle ich mir vor. Muss ungefähr das gleiche Gefühl sein. Nachdem es seinen Gegner anvisiert hat, greift es mit einem Wasserstrahl an, dessen Druck höher ist als der eines Feuerwehrschlauchs. Alles klar, Tor. Finsterauge. Du findest eine Kapsel Megablock. Das war jetzt mehr Zufall als andere, weil ich eigentlich nur gucken, ob ich irgendwas machen kann. Du erfindest einen Bärlabor. Hier gab es aber irgendwo ein Bett, das weiß ich auch noch. Sehr schön. Das Item haben wir dann auch schon mal. Gut, für einen Sonderbonbon. Ah, stimmt. So, 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 hier zurück. Hier runter. Yes. Kämpfe mit mir, Bockeldrüpel. Loki Lüpel, es wäre besser für dich, wenn du dich Team Rocket nicht in den Weg stellen würdest. Alles klar, ich gehe nach Hause. Ich lasse das. Ah, nur weil du zwei Pokémon hast. Say hello to Turtok. Alter, Bertrand so groß ist im Vergleich zu Turtok. Ich bin schon aufgefallen, dass kein Pokémon mal hinterher rennt. Ja, jetzt wollen wir wechseln. Nein. Bizarflor. Voltorb. Ja, okay, dann hat die Branke genug. War klar. Mit Rasierblatt wäre jetzt Instant One-Hit gewesen, aber ich war zu blöd, das anzuklicken. Köpfchen. Ich könnte heute mit 38. Uff, ich bin am Boden. Ey, diese Leute heutzutage mit ihrem Uff, gell, das höre ich mittlerweile und lese ich mittlerweile überall. Uff, uff, uff. Das können die Leute nicht mehr schreiben. Hypotrank. Ich finde sein Fläschchen AP Plus. Ah, stimmt. Gib mir den Liftöffner. Och, du kannst den Auflöser benutzen, so ein Pech, aber auch tut mir leid, dass ich das mitteilen muss, den Auflöser habe ich.
und ich bin unbesiegbar. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Da sitzt ein Slimer an. Das machst du einfach weg. Abstrahlen. Und weg ist er. Sag mal, ist da auf der anderen Seite eigentlich noch jemand? Ist so ruhig im Chat. Ich mag das nicht. Ich fühle mich so einsam. Tut oder tut sie was Spaß und Rüpel wurde besiegt. Oh nein, du gewinnst 812 Poké-Dollar. Arg, mein schöner Aufzugschlüssel, ich darf ihn nicht verlieren. Grrr. Du denkst, du hast gewonnen, falsch, jetzt kommt mein Plan B. Und hepp. Ohne dieses kommst du nie bis zum Zimmer des Bosses. Hol ihn doch, wenn du kannst. Hat er nicht gemacht. Ja, wie kommst du da dran? Hier wurde eine Warnung gerissen. Pokémon sollten von den Lüftungsschächten ferngehalten werden, da sie sonst Gefahr laufen, die Wände hochzuklettern. Auf geht's, Pikachu. Vielleicht gibt's irgendwo etwas, auf was du steigen kannst. Dieser Karton ist viel zu schwer zum Tragen. Auf den Schuh könntest du dich stellen. Ah, easy. Und hopp, Pika Pikachu. Auf geht's, Pikachu, los. Ein Gatter mit Hilfe deines Partners den Schlüssel, den der Rüpel weggeworfen hat. Ach, geh, wie cool, ich steuer Pikachu. Mega nice. Mach auf, Pikachu, auf geht's. Ja, Mann. Auf geht's. Pikachu schnappt sich den Aufzugsschlüssel. Sag mal, hast du das eben auch gehört? Ja, dabei merkt man das Geräusch. Hat sich hier irgendjemand eingeschlichen? Cool. Uff, falscher Alarm. Das ist aber doch nur Mautzes Magen. Jag uns nie wieder so einen Checken ein. Da stand schon wieder. Uff. Pikachu gibt dir den Aufzugsschlüssel. Du verstaust das Item im Beutel. So, einfach hoch, holla diako. Dann machen wir mal diese Gegner fertig, diese kleinen, räudigen Gegners. Muss aber in jedes OG fahren, ne? Nur so nebenbei. Aber wenn wir nicht in jedes OG fahren, passen mir wichtige Items. Ich bin so blöd. Man musste ja hier runter. Und mit dem Rätselding. Genau. Ja, schlau wie Schlumpf. Egal, so geht's auch. Easy peasy peasy lemon squeezy. So, wenn wir runterfahren, dann fahren wir zum Giovanni und zum Team Rocket und zu. Deswegen fahren wir erstmal ins erste Untergeschoss. Und schauen, ob irgendwo ein Item ist. Ne, aber ein Gegner.
Sieh mal einer an. Hat sich das kleine Kind schon verlaufen? Nö. Nö, hat es nicht. Das will ich nur besiegen, deinen zwei laschen Pokémon, wie zum Beispiel Rattplatz. Zubat. Zubat, Entschuldigung. Damit habe ich nicht gerechnet. Turtok. Blubstrahl. Boah, der kann doch noch viermal Blubstrahl. Zubat wurde besiegt. Was kommt jetzt? Noch ein Golbat? Nebulak, was ist Pokémon wechseln und weitergehen? Kampf. Blubstrahl. Genau. Wunderschön. Es ist weg. Es ist besiegt. Es ist platt. Es ist tot. Glückwunsch, 812 Pokédolle. Toppler. Du hast gut gemacht. Obwohl, wenn ich jetzt. Nee, Moment. Ich will nur gerade Team. So. Und ein Elixier für die Attacken. Jo, danke. Und kurz mal speichern, bevor irgendwas passiert. Ich habe immer Angst, dass das Spiel abstürzt. So viel Angst kann man gar nicht haben, dass das Spiel abstürzt, wie ich habe. Dann gehen wir mal zu Mauzi und Jesse und James. Du findest ein Elixier. Als hätte ich es nicht gerade angewendet. Früher hatte ich immer das Gefühl, dass da irgendwas steht. Aber irgendwie steht da nicht wirklich was. Na, ihr drei? Du bist ja der Knirps vom Mondberg. Was hast du hier verloren? Ich will Tragosso retten. Was? Du bist so wie diesem Tragosso hier? Tja, da kommst du zu spät. Das haben wir schon längst dem Boss übergeben. Edge, wenn du glaubst, hier lässt sich der Boss durch, hast du dich gewaltig geschnitten. Wir haben die Sache mit dem Fossil am Mondberg nicht vergessen. Dafür werden wir uns jetzt erstmal revanchieren. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ich höre es jetzt schon. Probieren. Arbok und Smogmog wahrscheinlich, ja? Team Rocket fordert sich heraus. Alles klar. Jesse von Team Rocket setzt Arbok ein. James von Team Rocket Smogmog. Los, Toto und Durak. Schon cool. Berserker-Modus hier. Und sollte es überleben, Durak. Gib ihm den Rest. Oder Turtok. Ach du Schande. Oh, die gehen voll auf Turak, die Mistschweine. Ja, geil! Das war jetzt cool. Ja, aus eigener Kraft hat er das, die Paralyse überwunden. Das ist geil. Wahrscheinlich, weil wir so ABF for Life sind, Durak und ich. Tschüss, Mocken. Das finde ich ist ein gutes Team, was ich habe. Schaffst du das nochmal, Durak? Oh, toll, Turtok. Fuck, was bleibe ich jetzt an? No, und ja, jetzt hat ich. No. Aber gut, besiegt. Trigger 502 Erfahrungspunkte, Trigger 502 Erfahrungspunkte und der Rest. Visa-Floor ist auch Level 36, sehr geil. Immer diese Knirpse, die haben einen Strich durch die Rechnung machen. Dabei hatte ich diesmal so ein gutes Gefühl. Du gewinnst 3000 Poké-Dollar. Ha! Bild dir bloß nichts ein, nur weil deine Pokémon ein klitzekleines bisschen besser und stärker sind. Genau, schließlich sind wir hier die Erwachsenen. Wenn diese Rotznase sich nicht von unseren Pokémon aufhalten lässt, müssen wir uns eben selbst um Kühl.
das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Jetzt sollten wir uns, hoffen, dass wir es irgendwie schaffen, einen Hyperheiler unsere richtige Moria-Fähigkeit schon einsetzen. Ach, ist doch eigentlich scheißegal. Die brauchst du eh nie wieder sonst. So, dann komm mal her. Dieses Silphgomb hat all meine Zweifel ausgeräumt. Ich kann jetzt voller Überzeugung sagen, dass die Silphgomb über das technische Know-how verfügt, um unsere Pläne Realität werden zu lassen. Dieses Gerät macht also unsichtbare Dinge sichtbar, wie lachhafter Kinderspielzeug. Aber nichtsdestotrotz, ich bin bereit, mich auf deine Idee einzulassen. Du kannst mit den Vorbereitungen für die Übernahme der Silph Company beginnen, Atlas. Jawohl. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kind. Ich habe keine Ahnung, wie du hierher gekommen bist. Dass du uns obendrein noch dreist belauscht hast, lasse ich dir nicht so einfach durchgehen. Ich bin Atlas, ein Mitglied im Vorstand von Team Rocket. Und im Kampf nehme ich keine Rücksicht auf mich. Auch nicht auf Kinder. Alles klar, Atlas. Ich hoffe, du hast noch zwei Pokémon. Hat er auch nur. Radikal? Oh, Smogmog und Arbok. Das wäre ja, gell? Gerade die beiden platt gemacht, kommen sie nochmal. Turtok, kümmere dich. Nee, das war falsch, Turtok. Hoffen wir, dass es zurückschreckt. Natürlich nicht. Heilige Mutter Gottes. Ja. Schon okay. Alles klar, es wurde besiegt. Nicer Shit. Guck mal, das ist ein Golbat, dann möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, komm, ich will das jetzt hinter mir springen. Auf geht's, Pikachu. Du bist dran. Gotta catch them all. Genug, Leute, komm zurück, du hast gekämpft. Pikachu ist aber schon so ein bisschen overpowered in dem Spiel, ey. Würde ich sagen. Alles klar. Britzelturbo. Und Golbat sagt Tschüss. Das ist ja richtig weiter so. Golbat wurde besiegt. Deadlife. Wie kann man denn nur mal solche Erfahrungspunkte? Der Rest deines Pokémon-Teams hat auch Erfahrungspunkte. Tauboss erreicht Level 37. Was für eine Demütigung. Ich würde jetzt sagen, war abzusehen, aber. War abzusehen. Vergib mir, großer Giovanni, ich habe ihn ein Kind verloren. Was setzt er nochmal als erstes ein? Ich weiß es nicht, aber Turtok hat es verdient. Ich bin da, Kumpel. Giovanni, ich bin beeindruckt. Es ist tatsächlich gelungen, Atlas zu bezwingen. Du hast es weit gebracht. Team Rocket ist eine Organisation, für die der finanzielle Profit an oberster Stelle steht. Pokémon, sie sind für uns nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Werkzeuge, mit denen wir unsere dunklen Machenschaften in die Tat umsetzen. Und ich, Giovanni, bin der Kopf dieser Organisation. Wie bitte, du willst eigentlich die Tragosso hier freilassen? Pah, das ist alles? Dafür steigst du schon unser Versteck ein und bringst dich selbst in Gefahr? Scheint so, als hätten wir es mit einem ganz besonderen Urgestifter zu tun. Und doch bist du nur ein Kind. Du wirst es bitte bereuen, dich gegen mich aufgelehnt zu haben. Ich fand Team Skull voll cool. Rocket Boss Giovanni fordert dich heraus. Rocket Boss setzt nun wie die Karte. Besserer Boss, dann setzt Turtok ein. Oh, es wird ein harter Kampf werden. Vor allem, weil das Vieh so stark ist, so schnell ist, also schneller als ich. Das könnte mir zum Verhängnis werden. Naja, schauen wir mal. Ach ja, Turtok, alles gut. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Außer die Pussy heilt es jetzt mit dem Hyper dran.
Nö, macht er nicht. Macht er nicht, eiskalt nicht. Schiss Snobidikat. Was kommt jetzt? Geht's raus? Kangama? Sorry for that. Was? Wie ist das nur möglich? Du gewinnst 5600 Poké-Dollar. Wer hätte gedacht, dass ihr mich einmal von einem Krieg besiegen lasse? Na schön, das Große gehört dir. Mach mit ihm, was du willst. Außerdem will ich, dass du das hier nimmst. Sie ist eine Art Entschuldigung dafür, dass ich dich nicht ernst genommen habe. Du erhältst das Silphscope von Giovanni. Du verschaffst das Item im Beutel. Du trainierst deine Pokémon offensichtlich mit sehr viel Liebe. Aber meine Ziele und Beweggründe könntest du nie verstehen. Ich werde mich für das zurückziehen. Und, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal gegen dich kämpfen kann. Tragosso, Gosso! Tragosso macht sich auf den Weg zu nach Lavandia. Mit Hilfe des Slipscopes könntest du vielleicht herausfinden, was mit den Gespenstern dort auf sich hat. Auf geht's ins erste Untergeschoss. So, wir gehen uns jetzt natürlich heilen. Dann mache ich eine kurze Pause. Dann kümmern wir uns um die Arena von Prismania City und werden dann gemütlich nach Lavandia zurückkehren. Und herausfinden, was mit dem großen Geist auf sich hat, wer das ist, warum er da ist. Immer noch das Spiel ins Haus gegangen. Das ist traurig. Ich habe mich so gefreut. Du hast voller Energie. Schon nicht verkehrt, gell? So mit Duag rumzufliegen. Okay, dann nehme ich ein Pokémon für einen kurzen Moment in meine O-Punkt. Vielen Dank für deine Geduld, dann brauchen wir uns wieder topfit. Wir werden uns bald wieder. Prismania City, wir kommen. Also die Arena von Prismania City, wir kommen. Ja, ich möchte das Pikachu. Das macht. Wie sie immer deinen Partner schreiben, weil es da stärker geschrieben haben, Pikachu. Hä, kommt man von hier aus gar nicht in die Arena? Mushka, hier musst du kommen lang. Jupp. Ich glaube, Pokémon war eines der ersten Spiele, die ich wirklich durchgespielt habe. Das Wesen meines Pokémon ist hart. Sein Angriff steigt schneller an und sein Angriff langsamer. Mit Duplex kann das gar nicht passieren. Nein. Ja, die gute Arena. Oh, die habe ich umgemodelt. So, du würdest unsere Arena in Erika herausfordern. Dann solltest du wissen, dass wir nur Trainer mit niedlichen Pokémon in die Arena von Prisma City lassen. Lass uns sehen, ob du eins hast. Ist das ein Pikachu? Das ist vielleicht das niedlichste Pokémon aller Zeiten. Darf ich es streicheln? Bitte. Oh, das fühlt sich einfach wunderbar an. Am liebsten würde ich es den ganzen Tag lang streicheln. Ach, ich schätze, du hast die Bedingungen erfüllt. Das ist definitiv ein niedliches Pokémon. Dann will ich mal nicht so sein und dich schreien lassen. Ich bin mal gespannt, was sie noch von einem verlangen. Team Taubos. Obwohl Taubos ist schon Level 37. Dann nehmen wir doch lieber Plurak. So, wir speichern gerade. Dann gehen wir, wie gesagt, in die wohlverdiente kurze Pause. Dann kümmern wir uns um den Rest, Prismania City und Lavandia. Schauen, ob wir noch weiterkommen. Und wenn nicht, dann geht es auf jeden Fall am Donnerstag weiter. Aber jetzt erstmal kurz Pause und dann die Arena plätten. Bis gleich.
So, da bin ich wieder und auf geht's in die letzte Stunde Pokémon für heute. Hi Gaming Queen, schön, dass du da bist, schön, dass du zuschaust. Wie geht's dir? Ich fange jetzt eine Pause. Da habe ich nicht gesehen, dass du da warst. Hey, ich kämpfe nicht, komm her. Hier lasse ich niemand aus. So sieht man sich wieder. Jetzt zeige ich dir mal, wie niedlich meine Pokémon sind. So sieht man sich wieder? Haben wir schon mal gegeneinander gekämpft? Die Göre Helen, von ganz am Anfang. Mirapla. Sorry, Mirapla. Verhältnismäßig ziemlich unfair. Wobei der auch nur Glut kann, ey. Das ist so unnötig. Soll man Flammenwurf lernen? Sei nicht so grob zu mir. Mi. Sieht über diese Sträucher. Nee. Schön hier. Ja, wir setzen Spaltschnitt ein. Hallo Schönheit. Oh, Besuch, du kommst mir gerade recht. So langsam wurde mir nämlich langweilig. Schönheit Loretta fordert dich heraus. Setz Owei ein. Owei. Morphi, Owei. Auf geht's, Glurak. Glut. Reicht? Ja, ein Flug reicht. Easy. Ich finde es schon gemein, dass von dem einen Owei der Kopf aufgeplatzt ist. Das darf doch nicht wahr sein. Ist es aber. Tut mir leid. Hinter dir war gar nichts mehr, gell? Ja, du bist nicht weit. So. Dann haben wir dich. Komm her. Stopp! Habe ich dich vorher nicht dabei erwischt, wie du mein Kampfziel ausspioniert hast? Ich hab gar nichts gemacht. Ich laufe hier nur her, gute Frau. Pick die Quarantina vor, hatte ich heraus und setzt Knofense ein. Oh, du Flo. Oh. Du bist schon gefährlicher hier. Wie viel los, Flo? Du schaffst es. Kampf? Gut. Yes! Wobei mir ein Flammenwurf noch lieber ist. Cool, ich glaube 37. Und Turtok auch. Ey, da hat doch Gladwigs Turtok richtig aufgeholt, ey. Also Schillock damals. Hallo, willst du kämpfen? Das Gute an Pflanzen-Pokémon ist, dass sie so leicht zu trainieren sind. Schau dir doch mal an, wie gut ich mal trainiert habe. Schönheit Roberta, Mirapla. Jo, hi, Gute. Können wir die Pokémon tauschen? Ich will auch so starke. Warum? Deine müssten doch stärker sein. Vitani, warum sollten deine nicht so stark sein? Du bist doch weiter als ich, soweit ich weiß. So, gut. Ich habe in dieser Arena nicht einen Kampf gemacht, außer den Bosskampf. Ja, warum? Warum machst du das nicht? Warum überspringst du die Kämpfe? Das ist sogar das Wichtige daran. Weil die lästig sind. Nein, also... Manche sind lästig, hier in dem was für ein Pokémon, aber die meisten sind One-Hits, wenn man es irgendwann raus hat. Schöner Roberta. Oh nein! Du sagst es, wenn. Ja, es ist. Hättest du mal nicht jeden Kampf übersprungen, sondern gemacht, dann hättest du mittlerweile raus, was gegen was stark ist. Du kannst ja nichts lernen, wenn du nichts machst. Zu doof. Also bitte, für das Spiel kann man nicht zu doof sein, Vitani. Das geht gar nicht.
Das ist einfach nicht möglich, zu doof zu sein dafür. Ich würde eher sagen, zu faul. Weil durchrushen, ohne die Kämpfe zu machen, kann ich auch schon auch an den meisten Trainern vorbeilaufen. Ist so langweilig. Wo bleibt denn die Herausforderung? Na, 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 na. Hallo Schönheit, Kämpfe. Was hast du für Hobbys? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Leibspeise? Würdest du gegen mich kämpfen? Meine Hobbys sind Zocken und Reisen und Freunde treffen und Essen gehen. Meine Lieblingsfarbe ist Rot. Meine Lieblingsspeise ist... Gibt's vieles. Schnitzel, Pizza, Lasagne. Oh, ob ich gegen dich kämpfen würde? Klar, ich würde dich vernichten schlagen. Ich war Ruflo. Tschüss. Und vor allen Dingen fange ich auch viele Pokémon und Bonbons zu bekommen, meinen Pokémon diese Bonbons zu geben. Dadurch werden die auch stärker, wie gesagt. Ich finde sogar, dass meine teilweise noch zu schwach sind. Wenn ich mir die WP so... Oh, noch eine Trainerin. Hallo. Willkommen in der Pokémon Arena von Prismania City. Die Trainer hier mögen alle freundlich aussehen, aber unterschätze sie lieber nicht. Hier ist mächtig Frauenpower am Start. Deswegen gewinne ich immer One-Hit. Nee, Spaß beiseite. Ich finde auch, die Prismania City Arena ist die mit den meisten Trainern drin. Wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, selbst Fuxania hat wenige. Die Zinnoball hat, glaube ich, definitiv wenige. Und Safronia auch. Das war's dann? Nee. Ah ja, stimmt. Die letzte Arena ist ja... Wir wollen ja Vitania nicht spoilern. Deswegen kann ich nicht sagen, wo die letzte Arena ist und was die letzte Arena für Pokémon einsetzt. Oh, ein Tangela. Astrainerin Yvonne! Schön. Astrainerin Tabea. Astrainerin Yvonne. Das Leben ist schon so lustig. Tangela wurde besiegt. Easy peasy, easy peasy. 450 Erfahrungspunkte. Und auch sie wurde besiegt von meinem Glurak. Schauen wir mal weiter. Was ist mit dir, Mädchen? Ich warne dich, schlepp mir hier keine Käfer oder Feuer-Pokémon rein. Was soll ich dazu sagen, Görbeer? Die Warnung kam zu spät. Aber natürlich, Vitani, wie gesagt, können wir Pokémon tauschen. Weil du spielst ja die Evoli-Edition und ich brauche zwei Vulpixe. Ich brauche Rettern, du brauchst Sander. Ah nein, ich brauche normales Vulpix und Alola-Vulpix. Das musst du ja für mich tauschen. Und ich müsste für dich dann einen Sandern tauschen, damit du einen Alola-Sandern kriegst. Was brauche ich noch? Was gibt's denn noch? Knofenser brauche ich. Und sonst fällt mir gerade spontan nichts ein, was editionsübergreifend ist. Exklusiv meine ich. Murworm. Armes Knofenser. Görbeer wurde besiegt. Hey, Grün, du gewinnst 560 Poké-Dollar. Los, Pikachu, Spaltschnitt. Okay, da ist schon die Trainerin. Schade. Ich dachte, es gäbe noch, also die Arena-Leiterin. Ich dachte, es gäbe hier noch irgendwelche Pokémon, gegen die man kämpfen kann. Trainer, gegen die man kämpfen kann. Pikachu! Da geht's auch nur raus. Oh ja, Spaltschnitt. Auf geht's! Erika! Hallo, ist das bitte nicht einfach herrlich? Ach, tut das gut, einfach die Seele baumeln zu lassen.
Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen, ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Meine große Leidenschaft sind Blumengestecke und da liegt es auf der Hand, dass ich mich voll und ganz im Training mit Pflanzen-Pokémon verschrieben habe. Wie bitte, ach, du möchtest gegen mich antreten? So sei es. Ich werde dir zeigen, aus welchem Holz meine Pokémon geschnitzt sind. Ich hoffe, aus sehr brennbarem Holz, liebe Erika. Du hast nämlich ein Giflor, das weiß ich. Hallo, Tangela. Sehr hallo, Kudak. Und seiner Kudak-Attacke. Tschüss, Tangela. Nee, alles gut. Kudak macht das schon. Naja, alles gut. Hallo Giflor, ich glaube, du könntest eine Herausforderung werden. Oh. So, jetzt hält es natürlich aus. Es gibt einen Liefertank. Oder? Ich meine, es gibt einen Liefertank für das gute Giflor. Ne? Gut, dann ist rum. Giflor wurde besiegt. Ja, das sind noch unsere Erfahrungspunkte. Du erreichst Level 38 und lernt jetzt Flammenwurf, bitte. Mein Gott, kann nicht so schwer sein, Flammenwurf zu lernen, Kurak. Oh, Pikachu ist schon 39. Ich muss meine Niederlage eingestehen, deine Stärke ist beachtlich. Du gewinnst 5450 Poké-Dollar. Wie es aussieht, werde ich dir den Farborden überreichen müssen. Dankeschön. Schlag ein, Kumpel. Du erhältst den Farborden von Erika. Jetzt, wo du Besitz des Farborden bist, werden dir alle Pokémon bis Level 50, die du per Tausch erhalten hast, gehorchen. Dann hätte ich ja noch etwas für dich. Hier bitte, du erhältst TM53 Megasauger von Erika. Du verschaffst das Item in der TM-Box. Die TM53 hält die Attacke Megasauger. Bringst du sie einem Pokémon bei, erhält es die Hälfte der KP, die es sie dem Gegner entzieht. Faszinierend, findest du nicht? Nö. Ich hab von diesem Attack noch nie viel gehalten. Raus hier. Kommt jetzt Gary um die Ecke wieder? Früher war das, glaube ich, so. Aber ich kann immer nur Glauben sagen. Ich bin mir nie sicher. So, jetzt schauen wir mal, ob wir Hyperbälle kriegen. Schön wär's. Ja, na sauber. Wir kaufen uns einfach 282 Hyperbälle. Ja, ich hab andersrum, ist schneller. Boah, 10 Premierbälle, danke. Kannst du dich vorhaut jubeln, mein Freund? Ich brauche ich nicht. Die können ja gar nichts, die Bälle. So, jetzt klappern wir noch das Geschäft ab und dann gehen wir nach Lavandier. Cool, mein Kumpel tauscht den Kangama gegen mein Apollo. Ich kann es kaum erwarten. Komm zu mir, mein kleines Apollo. Ich bin Apollo-Sammler, weißt du? Deshalb bin ich unbedingt... Huch. Das Apollo hat sich beim Tausch zu einem anderen Pokémon entwickelt. Alle Pokémon, die du selbst gefangen hast, haben eine und dieselbe ID-Nummer. Ein Pokémon mit der anderen ID-Nummer hast du also ziemlich sicher vertauscht bekommen. Ergibt Sinn? Ich muss ganz genau auf die Toilette. Doch hier kommt schon wieder ein Kunde. Der neue Kollege, der mich ablösen sollte, kommt auch noch zu spät.
Ah, so hilft noch jemand. Reicht mir denn niemand die Hand? Und in diesem Sinne, du hältst die M03 rechte Hand. Du verschaust das Item in der TM-Box. Die TM03 hält die Attacke rechte Hand. Sie erhöht die Stärke der Attacken eines Mitstreiters. Kannst du irgendwas verkaufen? Oh, ey. Setze ebenfalls rechte Hand ein. Wenn du noch. Wenn doch ganz jemand. Typ, muss ich was verkaufen? Muss nicht rumholen, dass du auf Klo muss. Hol dir halt einen Eimer oder eine Flasche. Es gibt Pokémon, die sich entwickeln, wenn du seinen Entwicklungsschein auf sie anwendest. Sieht so aus, als würde der Pikachu lieber so bleiben, wie es ist. Ich suche ein Geschenk für meine Freundin. Wenn ich ihr einen Wasserschein gebe, entwickelt sie sich vielleicht. Angeblich sind irgendwo auf der Welt sogenannte Megasteine, die es ziemlich in sich haben. Aber hier gibt es leider keine zu kaufen. Ja, zum Glück. Ich mag diese Mega-Entwicklung überhaupt nicht. Wir kaufen 2 Feuersteine. Wir kaufen 2 Donnersteine. Wir kaufen 3 Blattsteine. Ein Wasserstein. Ja, gut, den Eisstein haben wir ja schon. Und ich weiß noch nicht, wofür der Eisstein sein soll. Am besten Willen nicht. Und so, was haben wir hier? Oh, Deko. Herzlich willkommen und kann ich dir weiterhelfen? Spezielles. Gute. Oh, bist du so teuer? Krass, sind nicht mehr alle. Diese Diktahüte sind schon ziemlich eigentümlich. Accessoires. Aber wenn die wer tragen kann, dann ich. Du wirst es schon sehen. Modemagazin, ich komme. Womit kann ich dir weiterhelfen? Diktahut. Natürlich kaufe ich einen Diktahut, Alter. Ist ja geil. Wer als Gentleman etwas auf sich hält, achtet darauf, dass seine Pokémon anständig aussehen. Das verlangt schon die Etikette. Herzlich willkommen, womit kann ich weiterhelfen? Sonnenbrillen. Und was haben wir hier? Ja, nee. Sicherlich nicht. So was ziehe ich mein Pokémon nicht an. Ich meine, ich ziehe mir auch kein Dickter. Pikachu hat neulich den Getränkautomaten an. Möchtest du mir ein Getränk kaufen? Ja, komm, ich krieg eine Limonade, ey, Pikachu. Dir gönn ich doch, Kumpel. Du gibst Pikachu eine Dose Limonade. Pika, Pika. Pikachu scheint vom milden Geschmack miteinander hingerissen zu sein. Ich hab Durst. Ich will jetzt aber das aus dem Getränkautomat haben. Ich hab Durst. Ich will sowas. Möchtest du dem Menschen ein Getränk geben? Ja. Tafelwasser. Das sagt gut, danke schön. Da verschenke ich dir was ganz Tolles. Du erhältst TM06 Lichtschild. Du verschaust das Item in der TM-Box. Mit der TM kannst du einem Pokémon die Attacke Lichtschild beibringen. Wenn sie es einsetzt, erleidet es weniger Schaden durch spezielle Attacken. Eieiei. Ey, ich muss hin. Meine Schwester ist ein Pokémon-Trainer. Trotzdem kann sie eine unglaubliche. Ein unglaublicher Quellgeist sein. Das macht mich manchmal ganz verrückt. Ein Wanderer wie mir liegt es einfach im Blut, hohe Orte zu erklimmen, selbst wenn es sich dabei um ein Einkaufscenter handelt. Gut, das war's. Einkaufscenter auch abgeschlossen, 2 TMs abgegriffen, ein paar Entwicklungssteine, auch wenn wir die wahrscheinlich noch finden, aber ich wollte lieber welche kaufen. Und Hyperbälle, genug Hyperbälle. Zum Fangen von tausenden Pokémon. Dann heißt es, hallo Saffronia City, schütze Saffronia City. Glurak, hallo, Glurak. Bleib doch mal am Start, Dich fange ich. Auf den Kopf gesprungen, den Pummeluff, Tipp, Tipp, Tipp. Was?
verdammtes Pomelo. Yes. Klasse, Pomelo wurde gefangen. Was haben wir hier noch? Irgendwas anderes noch cooles? Oh cool, tut mir leid, gell, aber du bist zu groß. Du, das sieht scheiße aus. Ja, auch nicht viel besser, aber was soll's. Schniff, schniff, dein Tee riecht wirklich verlockend. Wie bitte, beschenkst du ihn mir? Wow, das war mein Herz von dir, danke. Gluck, 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 gluck. Puder, so gut, du willst das erfroren. Ja, sieht dich, stimmt's? Dann geh, ich lass dich durch. Ich werde den Tee mit den Wachmännern an den anderen Toren teilen. Gute Frau, ein Marmoria-Cracker ohne Tee ist wie ein Pokémon-Kampf ohne Attacken. Ohne geht's einfach nicht. Hätte ich mir den aufheben müssen? Hätte ich? Ich weiß es nicht. Safronia City. Boah, Turtok sieht auch total kacke aus, wenn es in deinem Herla... Ich will nicht mit Pikachu. Oh. Oh, Pikachu! Oh, du bist der Beste! Ich freue mich über nichts mehr als darüber. Ja, gönn dir! Ja, gönn dir! Gönn dir! Ja, schön! So, ja, genau, ich wollte das Pokémon eigentlich wechseln. Genau. Das andere macht keinen Sinn. Da ist das Dojo, daneben ist die Arena. Die kann man aber erst machen, wenn man das Lager aufgeräumt hat. Rocky. Dieses Gesinde von die Rocket, egal wie viele von ihnen wie auch dingfest machen, es nimmt einfach kein Ende. Ich kümmere mich in der nächsten Episode darum. Am Donnerstag klatscht mir Team Rocket raus. Ja, mach mal Spalt, die gehen jetzt halt durch. Pikachu! Da ist nämlich ein Jigglypuff. Jigglypuff, wir kommen! Wir fangen dich! Oh, hast du nicht gemacht, Jigglypuff. Gesch halt. Unbegreiflich, wie so ein kleines Pokémon, was grün ist, bei dem Hyperball zweimal rauskommen kann. Okay, nur einmal. Schnieke, schnieke. Dieser Fluss, also jetzt sind fast alle einheitlich. Das finde ich cool. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber es passt schon so. Vulcano holt mir auch noch mit. Ey! Du stauriges Vieh, du. Fabelhaft. Ja, geht vom ersten Ball. Schön. Vulcano wurde gefangen. 307, das heißt sogar selbst Level 28. Aber entwickelt sich, glaube ich, ich weiß es nicht. Doch. Tragosso entwickelt sich. Das heißt, ich könnte Knocker neben mir tragen, hinter mir herlaufen lassen, aber... Immer wechseln wir das Pokémon zum Entwickeln. Glückwunsch, Tragosso wurde zu einem Knacker. Also so ein bisschen fehlt die Angel, gell? Eins war es klein und schwach, doch jetzt ist es geschickt im Umgang mit seinem Knochen und verhält sich äußerst brutal.
Knacker versucht Schwertanz zu erlernen, aber so, nö, Schwertanz bringt gar nichts. Kukan in der Box gelagert. Lass mich mal Knacker wenigstens kurz hinter uns herlaufen. Schon ein cooles Pokémon, Knacker. Alola Knacker ist bestimmt cool. Big Jam! So. Beutel. Pokémon Box. Knocker aus dem Team entfernen. Und fügen wir hinzu. Rihorn dauert voll lange. Pummeluft braucht einen Mondstein, soweit ich weiß. Fukano entwickelt schon Feuerstein, also bleiben Traumato, Macholo, die Kleinsteins, Paras, Blutzug, Mirabla. Na ja, komm. Und aus dem Pokéball holen wir einfach mal Durak, es ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Was ist hier los? Gary, dein Bruder, Gottes Mutter also. Genau. Team Rocket schnappt sich einen Knacker nach dem anderen, um die Schädel, die sie tragen, teuer verkaufen zu können. Tragosso sucht bestimmt immer noch völlig verzweifelt nach seiner Mutter. Team Rocket ist einfach das Letzte. Ja, das ist echt furchtbar. Ich habe vorhin selbst beobachtet, wie Tragosso in diesem Turm verschwunden ist. Ich halte am besten nach ihm Ausschau, wenn ich nach diesem verschollenen Mr. Fuji suche. Danke, pass auf dich auf. Tja. Gespenst ist halt nicht gerade meine Stärke, aber da muss ich durch. Ah, du kommst genau richtig, denkst du was. Unsere Gespräche hast du gehört, oder? Du willst nicht super nicht mitkommen? Ja. Ein Glück, ich hab dich nicht bis allein gehen. Hast du nicht vom Mitkommen geredet? Jetzt geh ich alleine? Okay, alles klar. Du Sausack. Fangen wir ein paar Nebulax. Überall, also gibt es hier wirklich Gespenster. Huch, das, was hast du denn da? Das Silphsko hat die wahre Gestalt der Gespenster enthüllt. Wahnsinn, die Gespenster sind also wirklich nur Pokémon. Ja, wenn jemand jetzt auftauchen würde, wäre schon cool. Hey, Nebulak. Nebukak. Also in Pokémon Go sind die sehr schwer zu fangen. Also fand ich, was heißt schwer zu fangen, aber schwer mit dem Körperball zu fangen. Hier geht's. Oh. Ey, die sind ja richtig fies, die Viecher. Hast du das gesehen, Vitani? Du hast dich wahrscheinlich selbst schon gefangen. Level 29 ist nicht schlecht. Es heißt, es erscheinen in alten verlassenen Gebäuden. Sein Körper hat keine feste Form und erinnert an Gas. So, Nebulak. Laut ist noch Nebulak. Alle fangen. Whatever. Jetzt ist er schon gelb, weil er riesig ist. Verdammt, das mit dem Hyperball. Komm schon, Nebulak, ey. Was ein Mistsau dieses Nebulak ist. Ha, geht doch. Klasse, Nebulak wurde gefangen. 660 EP. Taubes erreicht 38.
Also je größer die sind, desto besser sind die EP, die man bekommt. Glaube ich. Und das hier wäre auch groß, dann fangen wir jetzt nämlich auch mal gerade. Das sieht ja ordentlich EP. Nebulak, wer auf damit? Schade. Ah, knapp. Also, ich hätte den Pokéball hier auch in verschiedenen Formen verkaufen sollen: als Superball oder als Hyperball. 38 für den Turtok. 18 für Traumato. Nein, ist auch keine Meditation. Gehen wir mal weiter hoch. Keine Pokémon. Ja, noch ein großes Nebulak. Hauptsache ich habe noch ein Nebulak gefangen. Oh, das ist sogar grün, obwohl es groß ist. Cool. Ah, trotzdem schwer zu fangen. Alter. Vitani, bist du noch da? Hattest du auch so Probleme mit den Nebulaks? Fangen, weil die sich so fies bewegen. Ich habe tatsächlich noch keins. Warum hast du noch keins? Ich glaube, die Batterie ist leer. Ja. Batterie von dem Pokéball ist leer. Ich bin nicht wieder in den Turm, nachdem ich den Geist enthüllt habe. Ja, aber ich kann den Nebulak schon fangen, obwohl ich den Geist noch nicht enthüllt habe. So, lade auf, Pokéball. Ah, Schlaufe. Tja, da sieht man auch, dass das Ding leer gehen kann, schnell. So, weiter geht's. Ja, jetzt muss ich wieder so spielen. Ne? Der Pokéball war schon eine geile Erweiterung. Muss ich echt zugeben. Die haben mich enthüllt und sind alle weggeflogen. Ja, ja, aber wenn du doch höher, du gehst ja dann höher in den Turm. Ja, ich musste auch mehrmals im Kreis gehen, dann kamen die erst. Bist du auch ganz hoch oder bist du nur, bis da, wo du zurück... Ja, okay, gut. Gut, nicht, dass du irgendwas verpasst hast, weil das ja dull gewesen. Ja, ja, ich weiß. Du musst ganz nach oben, um das zu tun, was du da oben tun musst. Wollen wir den Zuschauern nicht verraten. Pokémon heilen, auch wenn es unnötig ist. Die ganzen Exorzisten schon besiegt eben, wo wir das erste Mal drin waren. So. Das ist ja noch größer als das vorhin. Desa, noch mach mal das, was du vorhin gemacht hast. Und es ist...
Das große Gespenst war die rastlose Seele der Mutter des kleinen Dragossos. Ihre Seele hat endlich Frieden gefunden. Sie ist ins Jenseits entschwunden. Dragosso, du bist also hergekommen, weil du deine Mutter sehen wolltest. Tut mir leid, dass ich mich vor deiner Mutter gegruselt habe. Hör mal, dir ist sowas. Ich will Dragosso nicht alleine lassen, deshalb werde ich es nach Hause bringen. Könntest du dich für mich weiter oben nach einem gewissen Mr. Fuji umsehen? Falls du ihn dort findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du ihn nach Hause begleiten könntest. Na klar, komme ich allein zurecht. Außerdem ist der Dragosso bei mir. Aber danke, dass du um mich sorgst. Irgendwie wirkst du jetzt viel selbstbewusster. Kann es sein, dass ich was verpasst habe? Was sagst du da? Du hast Dragosso ganz allein aus den Händen von dem Rocket befreit. Seit wann bist du so ein starker Trainer? Egal, dann kann ich die Sache ja beruhigt dir überlassen, nicht sowas. Kommt, Dragosso, gehen wir. Tra. Wieso ist es bei dir eigentlich irgendein Typ und bei mir der Erzfeind, dem ich einen Namen geben kann? Ich habe dir auch einen Namen gegeben. Ich habe den Gary genannt. Mir ist nichts eingefallen, also habe ich ihn Gary genannt. Huch! Och nee, Apollo, hör auf damit. Ist genau der gleiche Typ wie bei dir. Ja. Oh, Apollo! Durftest du den benennen? Ja klar durfte ich ihn benennen. Ich habe ihn Gary genannt. Wie gesagt, mir ist nichts anderes eingefallen. Ich war da irgendwie total einfallslos in dem Moment. Oh Mann. Ich will den Pokéball wieder haben. Das ist mega die Umstellung. Ich finde Gary passt, weil Gary ist nun mal der Rivale von Ash. Von dem Hauptprotagonisten von Pokémon. Also. Finde ich, das passt super gut. Ja, Apollo wurde gefangen. Ja, Apollo wurde angegriffen. Es saugt sein Opfer das Leben aus, indem es sie abschlägt. Man sagt, sie würden daraufhin unentwegt zittern, bis sie schließlich einschlafen. Oh, Apollo, leck mich ab, du Sau. Bei der großen Zunge würden wahrscheinlich viele Frauen nicht Nein sagen. Du findest ein Sonderbonbon. Warte mal, war ich hier oben noch nicht? Ah doch, da, genau, da kommt ja das Knockocker. Die Mutter von Dragosso, ihr Schweine. Mr. Putsch. Oh, wohl Jonas. Stehen geblieben, die Rocket hat immer Vorfahrt. Jetzt, wo das Gespenst verschwunden ist, haben wir es endlich zur Spitze geschafft. Du bist der alte Fuji, oder? Wir wissen, dass du die Pokémon-Forschung an den Nagel gegangen hast. Aber da haben wir jetzt Schluss, du wirst wieder in den Laborkittel schlüpfen müssen. Und zwar im Namen von Team Rocket. Du wagst es, uns zu ignorieren. Wir werden dich schon dazu bringen, mit unserem Boss zusammenzuarbeiten. Wart's nur ab. Hey, wir halten hier mal gerade eine Standpauke. Wenn du es uns dazwischen fügst, kannst du was erleben. Oh, Jesse und James, ernsthaft. Wirklich, ihr zwei süßen kleinen Jacke. Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket freuen sich heraus. Aber uns Mockmock, toll. Dann kommt raus, Kurak und Turtok. Hat sich ein bisschen verändert, die zwei, ne? Wie wär's mit jetzt nochmal Trachtenhut fürs Mockmock? Und ein Blubstrahl. Vielleicht stirbt der jetzt instant. Naja, ich glaub nicht. Ich glaub doch. Aber. Ah. Oh, Traumata reicht aber 19. Wag es dich. Och Mann. Ja! Wie cool! Ich so trainiert das Gift, um mich zur Last zu fallen. Ich finde das so toll. Dass ich mein Gürtel so gut verstehe. Egal, triff es sowieso in die Richtung. Und jetzt waschen wir die Trachenhut noch ab. Oh, Arbok, hast du ein Glück. Auf wen? Auf Turtok? Das arme Turtok. Aber Trachenhut sollte eigentlich reichen.
Ja. Was ist hier eigentlich los? Das wirst du doch bereuen. Nicht schon wieder. Das war so unser Plan. Wir wollten doch nur den alten Fuji entführen, um uns Fleißjahr für meinen Boss zu verdienen. Was soll's, dann gehen wir ihm das auf Bruna City und machen brav bei der Übernahme des Lift Company mit. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Hallo, Mr. Fuji. Mr. Fuji. Wer bist du? Stimmt irgendwas nicht? Was? Die Wolke soll das auch mit abgesehen haben? Ich war so damit beschäftigt, Knockers Seele zu beruhigen, dass ich nichts mitbekommen habe. Ah, wie scheint hat Knockers Seele endlich Frieden gefunden. Bitte begleite mich doch zu mir nach Hause. Ich möchte mich bei dir bedanken. Jetzt gibt's die Flöte! Dir ist sowas. Wenn du deinem Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst, wirst du es extrem schwer haben, den Pokédex zu vervollständigen. Hier, ich bin mir nicht sicher, ob es dir eine Hilfe sein wird, aber bitte nimm das. Du erhältst die Pokéflöte von Mr. Fuji. Du verstaust das Item im Beutel. Der Klang der Pokéflöte hat eine belebende Wirkung. Er weckt selbst die müdesten Pokémon. Merk dir das, falls du jemals irgendwo auf ein schlafendes Pokémon treffen solltest. Zufälligerweise irgendwann mal irgendwo. Ungefähr hier. Hey, was ist los? Der erste Stock ist eine Aussicht davon. Dort bietet sich ein herrliches Panorama. Ein Panorama. Kennst du den Opa, der auf Route 12 wohnt? Der hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Mein überall siebtes Pokémon wurde im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Hier nimm diese TM, ich benötige sie nicht länger. TM-Ruheort. Wow. Das Wortspiel. Das war, glaube ich, schon immer so hier. Jetzt müssen wir tauschen. Wo komme ich hier eigentlich nochmal raus? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Fuxan hier? Kann eigentlich nicht sein, aber müsste eigentlich sein. Ah ne, hier, Orania City, genau. Bei Fuxania ist hier hinten. Metania City, Alabastia. Also hier meine ich Fuxania. Seeschauminsel. Zinnoberinsel. Genau. Fünfter Orden, sechster Orden, siebter Orden und der achte Orden, den verrate ich nicht, wo es ihn gibt. Ich werde es einfach nicht verraten. Hallo Angler! Oh ja, es hat etwas angebissen. Also wir machen jetzt noch die Route nach Orania City runter, um ein bisschen EP noch zu sammeln und ein bisschen Pokémon zu trainieren. Wir werden uns das ein oder andere Pokémon fangen. Und dann ist Schluss für heute. Dann geht's am Donnerstag weiter mit Sophronia City. Weil wir brauchen ja Pokémon, die stark sind. Für die Arena von der Sabrina. Du erreichst aber 39. Lernt Flammenwurf. Mann! Warum lernen die das denn nicht? Hallo Angler. Immer mit der Ruhe. Das Warten ist auch eine der Freuden des Angelns. Des Anglers. Ja, was immer er gesagt hat gerade. Angler Florenz. Ach ja. Rasierblatt. Wir rasieren mal das Kapuzin. Hat so viel Bart. Jetzt ist es weg. Sorry. Ups, hey, warte doch. Sagt er. Mit seinem jugendlichen Leichtsinn. Du findest Lockparfüm sehr schön. Also irgendwas stimmt hier nicht, weil irgendwas fehlt hier.
Der Kampf des Jahrhunderts mit einem Kind. Du hast 2 Pokémon, Angler Hans. 3 sogar. 3 Karpador. Ich hab noch gar keins, weil ich weiß, wo ich die Angel herbekomme. Jetzt hätte ich Karpador schon längst ins Team geholt zum Leveln. Nö, alles gut. Oh, was hat der Körper da noch, ne? Dieser Vorrat ist 38. Sehr schön. Och, Quapsel. Das hätte ich auch gehen. Aber ich glaube, ich brauche die ganzen Viecher an der Angel. Ich weiß nicht, ob ich die Angel hierher bekomme. Ich weiß nicht, ob ich das Fahrrad herbekomme. Ich weiß nicht, ob man alles so bekommen. In den alten Editionen. Das war spitze, sagt der Hans. Sprühdose Schutz. Also hier stimmt echt irgendwas nicht. Eigentlich würde ich lieber mehr arbeiten, als hier die ganze Zeit nur zu angeln. Ja, dann geh doch. Geh doch arbeiten. Nimm dir ein Beispiel an den ganzen Leuten heutzutage. Ah, Luis. Oh. Kaum riesig das Vieh. Aber immer ein Pokémon, was sich wehrt und nicht One-Hit ist. Und auch nicht Two-Hit. Aber ein Free-Hit. Und wird wahrscheinlich massig EP, oder? Geht. Ernsthaft? Kranken. Pops! Auf den Kopf geklatscht, Junge. Richtig schön flitschen lassen, die Kranken. Pikachu Level 40. Hier müsste doch eigentlich. Oh, ein Ast-Trainer. Deine Partner-Pokémon ist aber knuffig. Lass mich gegen das kämpfen. Ja, mach doch. Dann kämpf doch dagegen. Du hast kein Wasser-Pokémon, oder? Das ist ein richtiger Kevin. Ah! Astrainer Kevin. Tangela. Tangela Merkel! Dann schauen wir mal. Oh ja, okay. Beschwer dich noch, weißt du? Oh, der macht es nochmal? Krass. Und als wollte. Das ist cool. Traumato, ich habe 20. Sehr schön. Oh, nix. Möchtest du Pokémon wechseln? Nö. Dieser Pokémon weiter trainieren. Pfei. Der Tanz ist nicht schlecht, Leute, ich sag's euch, aber man ist danach verwirrt. Man darf sich eben nicht von einem süßen Äußeren täuschen lassen. Sehr gut, du hast ja gegen Pikachu gekämpft, ne? Das ist natürlich doch schneller fertig gewesen. 3 Hyperbälle. So, wie weit ist die Route? Da ist es doch! Ja. Moje! Ich hab vergessen, etwas zu sagen, als ich die Pokémon gegeben habe. Oha, sieht aus, als käme ich genau im richtigen Augenblick.
Hält er mich im Relaxo. Wenn der Relaxo aufwacht, hält das erste, was sieht, für Nahrung und schützt sich darauf. Glaub mir, sowas kann überblenden. Du sollst zu versuchen, es so schnell wie möglich zu besänftigen, und zwar indem du gegen es kämpfst. Und sobald du es besiegt hast, beruhigt es sich wieder und lässt sich wie gewohnt fangen. Alles klar! Ach du Schande. Okay, das ist klar. Kann man Relaxo eigentlich hinter sich herlaufen lassen? Nee, nicht schon. Oh, oh Gott, ey. Glück gehabt. Weil Visapor schläft jetzt ein. Okay, cool. Gefangen, direkt, instant. Der Lachse wurde gefangen. Taubos erreicht auf 39. Der Relaxo verschiebt sogar Nahrung, auf der sich etwas Schimmel gebildet hat. Trotzdem verdübt es sich in den Magen. Ob ich es gut finden soll? Gut dabei, Desu, das war beeindruckend. Du wirst immer mal wieder Pokémon Relaxo begegnen, die schon vermittelt angreifen. Stell dich ihnen zum Kampf und besiege sie. Erst dann kannst du sie fangen. Verstanden? Erst besiegen, dann fangen. Also dann, ich mache mich auf den Weg. Danke für den heißen Tipp, Junge. Danke, danke. Wir hören sogar ein paar Angler. Man weiß nicht, was der nächste Fang sein wird, wenn man seinen Angel nicht ins Wasser wirft. Huch, das stimmt leider. Das ist die Frage, Steff. Wieso vorher so ein wegen der Attacke von... Relaxo. Stopp nicht. Sieht so aus. Tentara wurde besiegt. Tschüss, Tentara. Tutor, ich habe 39. Kingla. Nö, machen wir auch so platt. Pflanze gegen Wasser ist ja. Ist ja nix. So, Rasierblatt. Oh! Oh! Und dieser Flopper fehlt. Ich glaube, wir bekommen auch eine Angel. Aber eigentlich die super Angel früher. In dem Häuschen da unten. Angler Fred wurde besiegt. Ich habe verloren. Ja, hast du, Angler. Alte Angelmuschel, du Dreck. Gute. Ich bin RTA, wer bin ich eigentlich? Ich werde Flix und zugehen, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Hanüchen, weißt du etwa, wer ich bin? Was sagst du, Mr. Zauber? Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Du hast recht, das muss mein Name sein. Ich bin mir ganz sicher, ich bin Mr. Zauber. Vielen Dank, dass du meinem Gesicht auf die Sprünge geholfen hast. Hier, nimm das. TM, zerreiche Zauberschein. Du verschaust das Item in der TM-Box. Ich hätte den Attackenverlerner nehmen können, aber den Attackenverlerner hasse ich. So, was sagt die Karte? Wohin begeben wir uns gerade? Auf Route 13. Oh ne, Route 13 dürfen wir eigentlich nicht weiterkommen. Weil wir von hier hinten rüber müssen. Über die Route 18, 17. Von Prishmania. Das heißt, wir müssen jetzt gleich hier links. Aber bis dahin können wir, glaube ich, noch laufen. Easy. Ey, sagt ihr, fangen sie etwas? Wer mehrere Pokémon selben hat, in Folge fängt, erhöht die Chance darauf, einem starken Exemplar zu begegnen. Aha. Ja, Spaltschild ist schon ganz gut. Hallo. Mein Spezialgebiet ist Elektrizität, da erkenne ich die Pokémon aus dem Meer nicht aus. Was ein fieser Lümmel. Etymodia Xavier fordert sich heraus. Electek ein. Wow, Electek ist geil.
Oh, der hat sogar ganz schön Initiative. Wenn der anfangen darf. Magma fehlt auch noch, fällt mir vor der Hand. Magma haben wir noch nicht gesehen. Und 321. Stromkreis unterbrochen. Ein Wasserstein. Wer hätte es gedacht, dass ich so einen noch finde? Nur das Item haben wir weg. Du findest Aufwecker. Ich suche einen Mondstein. Hast du vielleicht einen dabei? Nee, die suche ich auch noch. Also zumindest von einem. Knuddeluff, Hummeluff, Knuddeluff. Kämpfer Lawrence fordert sich heraus. Er setzt Nidoran. Ich brauche 3 Mondsteine, stimmt. Also zumindest mal 2, wenn man Knuddeluff nicht fangen kann. Um Nidoran und Nidorino zu Nidoking zu machen und Nidoran, Nidorina zu Nidoqueen. Shit. Voll dieser Floor, hast du schön gemacht. Oh doch, hat sich schon nicht vergiften lassen. Komm. So, Magic, die Attacken machen wir jetzt einfach. Beziehung an weiblich oder Nidorino. Ist ja Nidorino. Ha. Gut geraten. Dieser Floor auf Wettertanz. Wie nach zweimal schon? Och nö. Ob dieser Floor. Egal, reicht. Ja. 39 für dieser Floor. Ich habe noch einen Mondstein. Ja, hast du davon, Junge. Kinder, die was wollen, du weißt ja, kriegen was auf die Wollen. Wenn man auf eine Brücke trainiert, ob die einem die frische Meeresbrise in die Nase weht, steigert das Gemüt des Trainings ungemein. Bist du bereit, gecoacht zu werden? Ja, ich will kämpfen. Auf in den Pokémon-Kampf. So, und sagen, dann müssen wir mal einen Pokémon-Center greifen, weil ich werde so müde. Ich muss morgen arbeiten. Trainer Coach Helena fordert sich heraus. Trainer Coach Helena setzt Metpo. That's not good. Käfer ist stark gegen die Pflanze. Aber vielleicht können wir, vor allem ist er noch Flugtrainer, vielleicht können wir mit Blättertanz was reißen. Nope. Das war dumm. Und tschüss, dieser Floor. Ich will's Pokémon wechseln. Ich will's Pokémon wechseln. Fuck it. Tut mir so leid, dieser Floor ist meine Schuld. Das ist wirklich meine Schuld. So, du kleines Insekt. Was sagst du hierzu? Dazu, dass ich meinen dieser Floor einfach wiederbelebe. Damit sie den nicht verliert. Hab ich aber jetzt Glück gehabt, du hättest mich auch treffen können. Smetbo, verkrümel dich. Sehr schön. Und was haben wir noch? Bibo? Pixie, was ist denn Jack gegen Fee? Ich hab keinen Plan. Wir holen einfach den Boss raus. Der Boss regelt. Ja, hallo Pixie. Bock auf den Britzelturbo? Oh. Pikachu reagiert blitzschnell auf deinen Warnhof und weicht Attacke aus. Sehr schön, Pikachu, sehr schön. Das hast du auch, Vitani, gell? Dass die Pokémon ausweichen oder sich von Paralyse und sowas befreien selbst. Oh nein, Zauberschein! Not bad.
Shiny Bobbles, ja? Ich glaub nicht. Erfahrungs- Erfahrungspunkte, die hätte jeder gebrauchen können. Ich bin ganz hin und weg. Du gewinnst 1000 Poké-Dollar. Natürlich. Was für ein Kampf, was für eine Atmosphäre. Hier ein kleines Dankeschön. Du erhältst TM59 Traumfresser. Du verschaffst das Item in der TM-Box. Du kannst zu deinem Pokémon die Attacke Traumfresser beibringen. Sie funktioniert nur bei schlafenden Gegnern, aber ihre Wirkung ist sensationell. Da ist ein Porenta, ich sehe es jetzt schon. Und ein Duflo. Die fangen wir noch auf jeden Fall. Also wir versuchen es zumindest. Wie man gesehen hat, ist ein orangener Kreis, also bleibt aus der Stärke drin. Ich hab nichts gesagt! Alles gut, alles klar, alles schön. Ich freue mich. Traumato, Level 22. Psystrahl, ja, Psystrahl kann er erlernen. Da braucht er keinen Aussetzer. Porenta. Sie leben in Gebieten, in denen stangenförmige Gewächse gedeihen. Da diese seltener werden, scheint es auch weniger Porenta zu geben. Duflo, komm her. Okay, ich mach jetzt den Pokéball. Top-Lock-Parfüm. Duflo, Duflo, Duflo. Hab ich jetzt beinahe schon gemacht und geworfen, ne? Oder konnte ich schon mal stoppen? Das war klar, der war scheiße, der Wurf. Schade. Jo. Dann werden wir unsere Pokédex erweitern ein bisschen. Sollten wir das Pokémon jetzt noch fangen? Oder auch nicht? Aber hier war noch ein zweites irgendwo. Ach, ein Taubsi ist da auch noch. Ach, Porenta. Ey, das geht doch nicht. Ich kann nicht da hinwerfen in die Ecke. Oh, kann ich doch. Ich bin da echt grottenschlecht drin, mit dem Ding hier so in die Ecken zu werfen. Der Kumpelhof ist gar nicht mal so schlecht. Oh, Porenta hat übrigens Stärke-Bonbons. Und Gurk erreicht Level 40. Gurk erlernt Flammenwurf. Warum denn nicht? Komm, ich will den Duflo noch haben. Leute, dann leckt mich doch. Dann nehm ich. Bin ich schon zufälligerweise an Orania City vorbeigerannt? Ist das die Möglichkeit? Ja. Okay, dann. Kurak? Kurak? Kurak. Come on, Kurak. Hallo. Hier kann man auch hochgehen. Kurz noch gucken, was man da bekommen kann. So ein Ärger, ich muss da Lavandia, aber diese riesigen Pokémon hat sich einfach mitten auf die Straße gelegt und schläft jetzt tief und fest. Wie soll ich da vorbeikommen? Was? Der Weg ist jetzt frei, sagst du? Oh, tausend Dank. Dezu, was erinnerst du dich an mich? Ich bin noch besser Assistent. Nein, naja, seufzt. Jedenfalls habe ich mir fast aufgetragen zu überprüfen, ob du bereits 30 verschiedene Pokémon in deinem Pokédex registriert hast. Wenn ja, dann soll ich dir die Richterfunktion zugänglich machen. Also, wie sieht's aus? Hast du mindestens 30 verschiedene Pokémon-Arten gefangen? Yes!
Wie ich sehe, hast du 57 verschiedene Arten hergestellt. Super, gute Arbeit. Damit hast du diese neue Funktion für deinen Beutel richtig verdient. Lass mich mal sehen. Deinem Beutel wurde die Richterfunktion hinzugefügt. Wenn du dir jetzt den Bericht eines Pokémon anschaust, kannst du auf den ersten Blick erkennen, über welches angeborene Potenzial es verfügt. Wow. 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 Wie wär's mit dir? Du kannst die Box sortieren. Huch. Ja, genau. Das ist schon ein Tomato verarschen. So ein Mikali. Tomato wurde gecatcht. Pikachu ist Level 41. Das Vieh lässt nichts anbrennen. Bloß auf jetzt noch den Pokémon anzuwenden. So, da ist ein Pokémon Center. Nach Safronia City kommen wir morgen richtig easy. Indem wir einfach hochlaufen. Am Montag, am Donnerstag meine, Entschuldigung. Morgen ist wieder Spyro Action angesagt. Nein, stopp! Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt noch mit ihm geredet habe. Hat dein Pikachu noch nicht die Spezialfähigkeit? Welche? Du meinst Fliegen? Nee, die habe ich eben nicht geholt. Weil... Ich erkläre... Ich bin gelaufen von Felsentunnel heute zu Lavandia. Von Lavandia zu Prismania Arena und Rocket Lager. Und dann ist er da größer zurück, also bin ich zurück nach Lavandia. Ich gehe jetzt nach Safronia und wenn ich Safronia fertig habe, gehe ich chronologisch hier rüber weiter. Nach Fuxania City und bekomme hier oben an irgendeinem Haus irgendwo wahrscheinlich Fliegen. So wie es früher war. Ich brauche Fliegen jetzt momentan nicht. Ich brauche eher eine Angel. Ich brauche eine Angel! Gib mir doch eine Angel! Du hast die Team Rocket Mission gemacht im Spielehaus? Ja. Die haben wir eben komplett durchgemacht. Du hast auch währenddessen geschrieben, aber... Okay. Echt? Echt? Krass, dann muss ich erst mal gucken. Eins für das Bisaflor, eins für das Turtok, eins für das Tauboga, eins für das Glurak, eins für das Pikachu und noch eins für das Glurak. Energiebonbon, eins fürs Glurak. Und eins für das Tauboss. Und die normalen Energiebonbons, eins fürs Turtok. Noch eins fürs Turtok. Und noch eins fürs Turtok. Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich nicht. Stärkenbonbon. Oh ja, dann kann Tauboss wohl ein paar vertragen. Krebsbonbon Plus. Klurak muss ein bisschen schlauer werden. Und Pikachu auch. So, das war's. Aber wenn du sagst, direkt bei der Spielehalle oder was? Weil dann lauf mit da nämlich jetzt noch hin, weil das will ich wissen. So, hier geht's auch nochmal. Ne, hier geht's gar nicht. Schau mal, hier mit dir kann man labern.
Na, holst deine Pokémon auch manchmal aus dem Pokéball und gehst mit ihnen spazieren. Wenn sie plötzlich ganz aufregend irgendwo stehen bleiben, ist es ein Zeichen dafür, dass sie ein Item gefunden haben. Bla 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 bla. Saffronia City. Ah ja, da werden wir uns schön aufräumen hier. Holen uns noch. Ach ey, hier der Mega Shenlong, hey, der komische, der Larry, der. Was geht, Thomas? Alles fit? Du Hayopai, du. Was ist das denn für ein Riesentrümmer? Ich kann es nicht. Ich kann nicht zur Seite werfen. Es ist einfach unmöglich. Ey. Akani, leck meinen Sack. Ja, immer alles wieder bei dir. Ja, natürlich ist bei mir alles fit. Ich habe einen erfolgreichen Abend hinter mir. Die Richtung war schon mal richtig. Akani, bleib im Ball, bitte. Wie geil ist das denn? Einfach ein wildes Akani. Und vor allem riesig. Jetzt hast du doch zur Seite geworfen. Ja, aber halt ein bisschen zu weit rüber. Und es gab Fukano-Bonbons. Sehr schön. Weit entfernt im Osten gilt Akani als legendär. Wenn es rennt, zieht es mit seinen leichtfüßigen Bewegungen so manchen in seine Bahn. Ja, warte ab, bis du ein wildes Lavados oder so findest. Die gibt's leider nicht wild. Bei denen ist alles wie früher geblieben, bei den mysteriösen. Beziehungsweise legendären. Die gibt's immer noch an der Seeschauminsel, am Kraftwerk. Und Lavados war... Zinnoberinsel irgendwo da in der Gegend? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Seeschaum... Ach Quatsch. Hast du gegoogelt oder was? Ich hätte gesagt, die gäbe es im Kraftwerk Seeschaum, also da, wo die halt normalerweise auch sind. Ach hier, stimmt, da ist er. Gute. Hey, du. Du interessierst bestimmt für mich und meine geniale Erfindung, oder? Und halt an dem Platz, wo die bei Gelb waren. Ah ja, das meine ich ja. Seeschauminseln, Kraftwerk, bla bla bla. Du willst doch bestimmt jedes kleinste Detail darüber erfahren. Hm, ja, ja. Ja, na gut, wenn du darauf bist. Oh, Moment, Preach. Entschuldigung, hab ganz vergessen, mein Megafon runterzudrehen. Räusper, darf ich vorstellen? Ein Transportmittel, mit dem man durch die unendlichen Weiten des Himmels segeln kann. Ja, ja. Eine unglaublich fantastische Erfindung. Es ist keinesfalls zu viel gesagt, das Ganze als Geheimtechnik zu bezeichnen. So sieht's aus. Es gibt aber ein kleines Problemchen. Obwohl ich so viel Mühe in diese Erfindung gesteckt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um sie auszuprobieren. Aber du, man erkennt sofort, dass du ein mutiger Junge bist. Und deshalb habe ich mich großzügigerweise dazu entschieden, dir die Geheimtechnik Himmeltritt beizubringen. Oh wow, immer langsam mit dem jungen Punita. Es scheint, als sei dein kleiner Freund selbst ganz heiß drauf zu lernen, wie man mit meiner Erfindung umgeht. Kann das sein? Das gefällt mir. Dieses Pokémon ist eine Inspiration für uns alle. Also los. Du musst erst hier und anschließend da. Moment, hier drüben. Genau, die Steuerung. Mit dem Ballon geht's aufwärts. Du musst hier und dann da. Hui, verstehst du? Pikachu die Geheimtechnik Himmeltritt erlernt. Lavados zum Beispiel kannst du später auf Route 2 finden. What the fuck? Nice. Mit der Geheimtechnik Himmelsritt kannst du dich an Orte tragen lassen, die du im Verlauf des Abenteuers schon mal besucht hast. Öffne dazu einfach das Spielmenü und wähle mit Pikachu spielen, um dort die entsprechende Geheimtechnik einzusetzen. Hier, ich schenke euch meine Erfindung. Dreht damit ein paar ordentliche Runden durch die Lüfte für mich, ja? Nice. Wobei ich es auch ein bisschen blöd finde, weil früher war das alles ersichtliche. Oder was heißt ersichtliche? Surfer hast du oder Stärke? Weiß ich gar nicht. Surfer oder Stärke? Hast du ja früher auch nur in der Safari-Zone gefunden. Ich glaube, es war Stärke. Und Surfer hast du irgendwo bekommen. Und Fliegen gab es oben Richtung Fahrradroute. Und so ein Kram. Aber. Ich muss für heute Schluss hier machen. Er sieht schon ziemlich spät. Don Filippo muss schlafen. Doof. So, ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Dienstagabend. Wir sehen uns dann morgen mit Spyro.
Und wahrscheinlich, ich weiß es aber noch nicht ganz hundertprozentig, Fallout 76. Das entscheidet sich aber dann je nachdem, wie meine Internetverbindung jetzt ist, weil ich hab's mal geklärt mit der Telekom ein bisschen, dass die Verbindung hier manchmal ein bisschen abkackt und das ganz, ganz uncool ist fürs Streamen. Von daher bin ich gespannt auf morgen, ob es funktioniert. Und ansonsten, wie eben schon gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht was draus. Bis morgen.